Herzlich willkommen bei meinem neuen Stream, und zwar dem zweiten Teil, den Anabolika-Effekt natürlich kopieren. Wie gesagt, ich habe das in zwei Teile aufgeteilt, da ich den Umfang zuerst wirklich unterschätzt habe, und deshalb machen wir da zwei Teile draus. Also, es geht um den Anabolika-Effekt. Was macht Anabolika? Das habe ich letztes Mal schon erklärt. Ich werde das ganz kurz nochmal durchgehen, für die, die vielleicht letztes Mal nicht zugehört haben, und werde dann vor allen Dingen mit dem zweiten Teil weitergehen, welche Maßnahmen man ergreifen kann, natürliche Maßnahmen, welche Supplements und welche Einflüsse noch sich günstig auf Testosteron auswirken und so weiter. Ja, also die Oldschool-Bodybuilder hatten bis dato, das heißt bis so Anfang, Mitte der 40er, wenig mit Anabolika bzw. Testosteron zu tun, denn die ganze Geschichte wurde erst dann akut und entwickelt und entdeckt. Das werde ich kurz auch nochmal erwähnen, weil ich muss einfach darauf hinweisen, dass also die Bilder von den Bodybuildern, die gemacht wurden vor 1940, so bis 1945, ja, da war man noch nicht mal wirklich so weit in der Forschung. Man kannte dann schon Testosteron, aber es gab noch kein synthetisches Testosteron und es war noch nicht so verbreitet. Und deshalb sind wirklich diese Bodybuilder auch als natural zu betrachten. Ja, also ich bin 1977 hier hingereist. Das ist ein Foto des Vince Gym am Hollywood Boulevard von Vince Gironda, und ihr seht dort links den Rick Wayne, ein Superathlet, der auch später sehr viel mitgewirkt hat bei Wider, bei Joe Wider in den Magazinen, war dort auch Autor und hat da sehr viel gemacht und Artikel geschrieben, aber Figur war genial, der wurde eben auch von Vince Gironda unter anderem trainiert. Hallo Björn, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, und ich zeige das nur mal, weil ich habe so viel Unsinn gelesen bei meiner Recherche. Also das sind ja Leute, die schreiben da über Trainingsprinzipien, über Ernährung, über, die haben den Vince Gironda nie getroffen. Ich weiß nicht, wo die das teilweise herhaben. Also ich habe einige Trainingsprogramme gefunden, die völlig idiotisch sind, die das 8x8-System zeigen sollen und völlig an der Sache vorbeigehen, oder auch andere Beurteilungen. Also da fasst man sich manchmal im Kopf, was da alles so veröffentlicht wird. Ich beziehe mich, was Vince Gironda anbelangt, in erster Linie auch auf meine eigenen Erfahrungen, ja, die ich damals gesammelt habe. Ich habe dort trainiert und habe den selber kennengelernt, 1977, und das ist so in etwa auch diese Zeit hier. Und der Vince Gironda hat er nicht nur 50 Trainingsprinzipien entwickelt, also alles, was wir heute kennen, sondern es haben auch die bekanntesten Bodybuilder seiner Zeit, und zwar wirklich sämtliche alle. Und ich finde immer mehr, ja, die dort bei ihm trainiert haben und sich auch sehr viel dort abgeschaut haben und die er auch betreut hat und auf den Weg geführt hat, was Ernährung anbelangt und ähnliche Supplement-Einnahme. Ja. Vince Gironda selbst war ein Gegner der Verwendung von Anabolika und hat versucht, mit natürlichen Mitteln das zu bewerkstelligen. Da zeige ich euch nachher auch nochmal Bilder aus seinem Shop und so weiter. Nichtsdestotrotz natürlich, wenn ein Arnold Schwarzenegger kam, hier ist ein ganz junges Bild, als Arnold gerade rübergegangen ist in die Staaten, da war er, glaube ich, 20 Jahre alt, und da gab es ja den Ausspruch von Vince Gironda, er sieht aus wie ein dicker Truthahn, wie ein dicker weißer Truthahn. Das bezieht sich vor allen Dingen auf seinen Auftritt bei der Mr. Universe-Wahl gegen Hank Zehn. Da hat Arnold ja den ersten Titel nicht gewinnen können. Und da war er relativ unvorbereitet. Und der Vince Gironda hat ihn dann unter die Fittiche genommen. Und das zeigt einfach mal hier, dass es auch kein Blödsinn ist. Die kannten sich alle. Der ist da hingegangen. Er war die absolute Koryphäe zu der Zeit. Und das habe ich auch nochmal rausgesucht, denn ich habe euch ja versprochen, jedes Mal, bevor ich hier zum Thema komme, noch so eine kleine Anekdote zu erzählen.
Und da habe ich doch tatsächlich was Interessantes gefunden. Also das war wirklich, ist wirklich interessant. Ich zeige euch erstmal ein anderes Foto, und zwar dieses hier. Und das ist im Goldstream 1977 aufgenommen worden, zu der Zeit, als ich dort war. Und das ist Ray Manser, der ja zusammen mit seinem Bruder Mike Manser das Heavy-Duty-System dann vermarktet hat. Und ich habe die beiden dort getroffen. Ich habe auch mit denen trainieren können, zugucken können. Und ich bin der da im gelben Pullover, der eher schmalere. Und der, ja, der Mike Manser und der Ray Manser sahen damals wirklich super aus, gigantisch aus, waren gerade dabei, also wirklich auch permanent in den Weidermagazinen zu erscheinen, und der Joe Weider hat es ja verstanden, dieses System dann zu vermarkten. Da gibt es ja auch einen Stream von mir, die Heavy-Duty-Lüge, und da haben sich ein paar ganz furchtbar aufgeregt, weil Heavy-Duty wäre ja ein tolles Training und so weiter. Darauf bezieht sich die Heavy-Duty-Lüge nicht, sondern es bezieht sich auf die Art der Vermarktung und die Art teilweise der falschen Präsentation des Systems, also ohne Warmmachen und Ähnlichem. So, ich habe also diese beiden dort getroffen und habe auch gesehen, wo die trainieren und wie die trainieren. Ja, so, und jetzt zeige ich euch ein Bild. Das habe ich also wirklich gefunden, und das ist also, ich finde das also phänomenal, weil, könnt ihr gleich sehen, das ist nämlich ein Bild von den beiden, von Ray Manser im Vordergrund, Mike Manser im Hintergrund. Und jetzt könnt ihr mal raten, wo diese Aufnahme gemacht wurde. Die wurde im Vince Gym gemacht. Das heißt, die beiden Typen, ja, die ja im Gegensatz zu Vince Gironda, der ja in erster Linie das Volumentraining mit kurzen Pausen wirklich vermarktet hat und für seine Schüler auch vorgesehen hat, ja, die haben auch in dem Studio von Vince Gironda trainiert. Und das ist nicht nur eine Story, denn das haben die mir auch damals erzählt, als ich im Goals war, und der Pete Grimkowski war Leiter des Goals zu dem Zeitpunkt. Ja, wer den nicht kennt, könnte gerne mal nachschlagen. Pete Grimkowski war auch ein bekannter Bodybuilder aus der Zeit. Der hat das dort geführt, das Goals Gym, 1977, und da wurde eben auch erzählt, dass die beiden, wenn sie im Goals Gym waren, so teilweise Figine halber ihr Heavy Duty so gemacht haben mit einem Satz, ja, und ich habe mich schon gewundert, wir trainieren ja gar nicht so intensiv, und dann sind die teilweise eben hier auch ins Vince Gym gegangen und haben dort trainiert. Und also ihr könnt davon ausgehen, dass diese beiden nicht nur nach dem absolut effektiven und guten Heavy-Duty-System trainiert haben, die haben auch nach anderen Systemen trainiert, und das wollte ich deshalb mal zeigen, weil das wirklich auch nochmal ein Beleg ist, ja, dass die auch in diesem Studio waren, dass die sich auch alle kannten. Die kannten sich alle, und die sind alle im Goals und im Venice Gym, im Vince Gym gewesen und haben dort trainiert. Deshalb fand ich also dieses Foto so schön. Ja, jetzt kommen wir mal, das habe ich letztes Mal schon gezeigt, das ist ja ein Magazin, und zwar das erste Magazin im August 1940 wurde das herausgebracht. Letztes Mal habe ich gesagt 35, stimmt nicht, August 1940 wurde dieses Magazin herausgebracht von Joe Weider. Das war sein erstes Magazin, und zeige das nur mal, weil das ist eine Figur, man kann wirklich davon ausgehen, aufgrund der Sachlage, wann Testosteron auch entdeckt wurde, weil man zum ersten Mal damit wirklich überhaupt in Kontakt kam und überhaupt die Möglichkeit finden konnte, das zu benutzen, dann kann man davon ausgehen, dass diese Athleten zu der Zeit dieses Testosteron bzw. Anabolika eh nicht, noch nicht genutzt haben. Das heißt, sie haben sich auf andere Dinge verlassen, auf Supplements, auf Ernährung, auf gutes Training. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt und so eine Figur euch anschaut, ich finde, der Mann sieht nicht schlecht aus, und ihr stellt euch vor, mit der heutigen Möglichkeit noch besserer Subs zum Teil, ja, also wie Kreatin, die man noch einsetzen kann, wo man noch ein paar Kilo draufpacken kann, Glutamin und so weiter, neben den Supplements, die es damals gab, dann ist das also schon klar, dass man auch ohne Dianabol und ohne Anabolika und ohne all diese Geschichten Muskulatur entwickeln kann. Ich betone das immer, es ist ja fast lächerlich, weil
ich lese das ja jederzeit, oh, der hat auch was genommen. Der braucht ja nur irgendwie, braucht ja nur einen Pickel auf dem Muskel haben, ein bisschen dickeren Muskel. Der hat Anabolika genommen, der hat Anabolika genommen. Auf der anderen Seite findest du denn die Freaks, die aussehen, als wenn sie also kurz vor der, bis zur Olympiawahl sind, und ich bin völlig natural. Also natural sind ja dann auch teilweise die Leute, die diese Samenprodukte nehmen. Das sind so Peptidverbindungen, die auch anabol wirken. Das gilt ja dann nicht als Anabolikum und das verwischt alles und das verschwimmt alles. Und ich möchte mit dieser Geschichte heute einfach darauf hinweisen, welche wirklich natürlichen Möglichkeiten es gibt, welche natürlichen Möglichkeiten Einfluss haben auf euren Testosteronspiegel, welche Möglichkeiten tatsächlich einen anabolen Effekt erzeugen können. Und zwar gesund und ohne Probleme. Und darum geht es hier. So, ich wollte es nur noch mal erwähnt haben, ja, und ich habe hier nochmal diese typische Geschichte. Das ist ja auch von 1935, das Ding. Da hat man die ersten Forschungen gemacht. Da wusste man noch gar nicht, was Testosteron ist. Da hat man also irgendwelche Hähne untersucht und hat festgestellt, oh, da passiert irgendwas. Wenn man dem da irgendeine Drüse abschneidet, dann wird der Hahnkamm hell, verliert seine rote Farbe und all so eine Geschichten. Also wer dann sagt, der Greenmack hier, der John Greenmack, der war auch schon gedopt und ohne Ende. Mag ja sein, dass er das irgendwann dann Ende der 40er Jahre dann auch gemacht hat. Aber wir sehen ihn hier, und das finde ich auch nochmal bezeichnend, das sind Bilder von 1940 und 1941. Da wurde er ja Mr. America. Und ich meine, also, der sieht gut aus, der Mann. Ne? Und das kann man durchaus erreichen. Natürlich spielt die Genetik eine Rolle, ja, und nicht jeder kann jetzt dieses Muskelvolumen vielleicht aufbauen, aber jeder kann eine athletische Figur aufbauen, auch ohne Stoff, kann die erhalten sein Leben lang. Ich muss das einfach nochmal loswerden, Leute, weil es geht mir sowas von auf den Sack. So, und das war eben das erste wirkliche Buch, ja, was veröffentlicht wurde. Das erste medizinische Buch von einem Paul de Croix, Ruf, glaube ich, ein Holländer oder so, und oder Franzose, und der hat The Male Hormone, das heißt, über Testosteron geschrieben und hat daran geforscht und hat dann ging die Chose weiter und dann kam irgendwann 58, kam dann hier zwar nicht dieses, dann kam von Ciba das Dianabol mit 5 Milligramm. Ich habe das letztes Mal schon gezeigt, ich wollte es nochmal erwähnen. Die erste Zulassung war 1958 für das erste wirkliche Anabolikum. Okay, damit wir uns da richtig verstehen. So, was ist ein Anabolikum? Anabolikum steuert also alle Aufbauprozesse im Körper und ist in einem Zirkel zu verstehen mit dem Katabol, mit dem abbauenden Stoffwechsel. Das heißt, jede Zelle erneuert sich permanent bei uns im Körper in einem bestimmten Zeitraum, ohne dass ich da jetzt näher drauf eingehe. Und der sogenannte Anabole, die anabole Phase ist eben die aufbauende Phase. Und daher haben natürlich auch diese Geschichten ihren Namen. So, ich wollte das nochmal zeigen, habe ich letztes Mal auch schon gezeigt. Die Verfügbarkeit von Anabolika übers Netz, wie auch immer, ist gewaltig. Und mich hat zu Recht noch jemand darauf hingewiesen in einem Kommentar. Bin ich mal sehr dankbar. Freue mich immer über jeden Kommentar, auch jeden Hinweis. Ja, ich setze das dann gerne mit ein. Das Problem ist natürlich, wenn man diese Dinge kauft, ja, irgendwo Internet aus Amerika, Polen, wo auch immer die Dinge herkommen, das Risiko, irgendwelche Fake-Produkte zu bekommen, ist natürlich auch gewaltig. Und ich meine gar nicht, dass es Fake-Produkte sind, in denen dann keine Hormone enthalten sind, sondern ich meine Fake-Produkte, die einfach überdosiert oder unterdosiert sind. Ja, die in irgendwelchen Küchen zusammengepanscht werden. Das ist die Problematik bei diesen Dingen. Und dazu habe ich ja dann auch nochmal hier was gezeigt, was mir neulich zugeschickt wurde. Ich glaube per WhatsApp oder Messenger, wo alles verfügbar ist. Also von Camara, also Viagra bis hin zu Wachstumshormonen, also Genotropin sind ja diese Wachstumshormone, in diesem Fall sollen die von Filzner sein. Also HGH sind also, es ist alles verfügbar und wer das will, es ist leicht zu bekommen und das verführt natürlich auch. Deshalb habe ich das nochmal gezeigt. Ich habe letztes Mal auf die Wirkung von Testosteron hingewiesen. Ich will das im Einzelnen jetzt
nicht mehr im Detail besprechen, aber der Hauptwirkungskreis von Anabolika, auch von Testosteron, ist natürlich die Steigerung der Proteinsynthese, erhöhte Wasserspeicherung, Kraftzuwachs, erhöhter Appetit, permanente positive Stickstoffbilanz, also der sozusagen das Eiweiß, der Eiweißlevel im Blut ist immer hoch, um es einfach zu sagen. Erhöhte Produktion von roten Blutkörperchen, das sind die sauerstoffreichen Blutkörperchen, erhöhte Kreatin-ATP-Speicher, das gibt euch die Power, das ist der ATP, das sind der Funke, damit der Muskel sozusagen kontrahiert, besserer Fettabbau, gesteigerte Enzymtätigkeit und Aktivität. So, und diese Dinge wollen wir natürlich kopieren. Nebenwirkungen, ja, lasse ich jetzt mal, das habe ich letztes Mal schon alles erwähnt. Ich werde diese ganzen Dinge nochmal posten auf meiner Seite, Homepage, ironguru.info, da könnt ihr das alles nochmal genau dann auch sehen. Ja? Dann haben wir hier Faktoren, die Testosteron, zum Beispiel das körpereigene Testosteron, natürlich erhöhen. Dazu gehört eben Training. Das haben wir letztes Mal auch schon besprochen. Welche Art von Training? Ich gehe da gleich nochmal kurz drauf ein. Ernährung spielt natürlich eine Rolle. Dann natürlich gesunde Organe, das Unterstützen von Organen, besonders Leber und so weiter. Die Leber ist ja unsere Fabrik, ja, die alles baut. Immunsystem und andere Faktoren wie Wachstumshormone, Erholung, Stress reduzieren, erfülltes Sexualleben, vermeiden Alkohol, Nikotin, Drogen. Ich habe das letztes Mal alles schon erwähnt, das könnt ihr alles dann nochmal nachlesen. Aber das sind so die natürlichen Faktoren. Und hier sind wir beim Training. Nochmal ganz kurz anreißen. Also beim Training ist es so, dass man weiß, dass bei einem intensiven Training, völlig wurscht, ob ihr da ein Volumentraining macht oder ob ihr ein Heavy-Duty-Training macht, also in dem Moment, in dem ihr euch fordert, in dem ihr also an eure Leistungsgrenze rangeht, mit einem Gewichtstraining, mit einem Widerstandstraining, dann habt ihr, auch Intervalltraining fördert das auch, dann habt ihr nach 30 Minuten den höchsten messbaren Level an Testosteron in eurer Blutbahn, freies Testosteron, ja. Ich will da auch nicht im Detail, da sind ja so Spezialisten, die wollen das denn genau, wie wirkt denn das, wie funktioniert denn, also da will ich gar nicht drauf eingehen, das ist dann alles zu medizinisch, auch zu trocken. Fakt ist, ihr könnt durch Training euer körpereigenes Testosteron aktivieren und zwar erheblich, um 600% teilweise steigt der Level über normal. Das Gute ist, ein regelmäßiges Training, zum Beispiel auch schon von 2 bis 3 Mal in der Woche, sorgt dann dafür, dass ihr bei dieser Art des Trainings einen Basislevel erhöht, der also dann bleibt. Muskelgruppen, die bevorzugt trainiert werden, das liegt daran, dass diese Muskelgruppen einen hohen androgenen Rezeptorenlevel haben. Da dockt Testosteron dann an und das ist Rücken, Trapez, Schultern, ja, und eben nicht die Beine. Die Beine, das funktioniert anders, das habe ich auch erklärt. Natürlich, Testosteron steigernd wirkt und es ist absolut notwendig, ist die ausreichende Erholung, die Regeneration. Also jeden Tag 3 Stunden trainieren, das könnt ihr nur, wenn ihr euch vollstopft mit Anabolika. Ansonsten geht ihr ins Übertraining in der Regel oder das Training ist einfach nicht intensiv, sodass ihr natürlich, kann man 3 Stunden trainieren, aber wenn man wirklich an seine Leistungsgrenze rangeht, kann man das nicht. Meditation, autogenes Training, Massagen dient auch der Entspannung und fördert auch Testosteron, zum Beispiel Mittagsschlaf, das hat man getestet, ebenfalls ein kurzer, intensiver Mittagsschlaf fördert auch die Bildung von Testosteron. Übungen, da geht es natürlich um die Grundübungen, Klimmzüge, Dips, Drückübungen, Ruderübungen, Schulterübungen, Grundübungen grundsätzlich und auch diese alte Geschichte, diese funktioniert, diese 20er Atemkniebeuge mit Pullover, das habe ich letztes Mal angerissen, werde ich nochmal genau erklären. Trainingsprinzipien wie 8x8 sind besonders gut geeignet, auch um Testosteron zu aktivieren. So, jetzt kommen wir zu den anderen Faktoren, die wir da haben. Ja, also natürlich spielen auch andere Hormone noch eine Rolle im Muskelaufbau. Insbesondere natürlich die Wachstumshormone, die bei einem guten Level an Testosteron dann irgendwann zu einem anderen Faktor durch bestimmte enzymatische Veränderungen gebracht werden.
Insulin spielt da auch noch eine Rolle. Also diese drei Faktoren, Testosteron, Wachstumshormone, Insulin, bewirken einen Anstieg von IGF-1. Das ist der Wachstumsfaktor Nummer 1. Heute gibt es auch schon IGF-1, kann man kaufen, sich spritzen, ist sogar erschwinglich. Früher war das unbezahlbar. Und das Problem bei diesen Geschichten, bei IGF-1, wenn man das also unkontrolliert nimmt, dann wachsen eben nicht nur die Muskeln, da wächst eben irgendwie alles. Also Krebszellen wachsen genauso wie das Kinn, wie die Stirn und so weiter und so fort. Dann haben wir andere Faktoren, anabole Faktoren, die funktionieren. Und zwar Faktoren, die als natürliche Cortisolblocker gelten. Und ich habe mal einen interessanten Faktor rausgesucht, weil er sehr in die gesunde Ernährung reinfällt, und das ist Knoblauch. Knoblauch hemmt eine bestimmte Aminosäure als Allicin. Und diese Aminosäure, wenn die gehemmt wird, ja, dann wirkt sie wie ein, es wirkt also wie ein natürlicher Cortisolblocker. Und Cortisol ist das abbauende Hormon im Körper, also um das nochmal zu sagen. Ja? Deshalb, wenn ihr also eine Verletzung habt und der Arzt dann zum letzten Mittel greift und spritzt euch dann Cortisol, das soll diese Entzündung abbauen im Körper. Ich sage nochmal, ihr habt hier Fragen und schreibt alles rein, was ihr fragen wollt. Ich gehe das nachher dann auch nochmal durch und ganz im Detail und beantworte auch wirklich jede Frage. Macht das bitte rechtzeitig, also nicht, wenn ich schon abgeschaltet habe, sondern schreibt das einfach rein und dann mache ich das. Also eine andere Geschichte, die auch messbar sich positiv auswirkt auf Testosteron, auf den körpereigenen Spiegel, ist Intervallfasten. Ja, das ist ja auch modern geworden. Ich selber mache das auch manchmal. Also ich esse eigentlich zum Beispiel meist nicht vor 12 Uhr, weil ich vorher trainiere, und nehme dann allerdings schon meine desiccated liver Geschichten vorm Training und so weiter. Aber ich esse eben keine schwere Mahlzeit. Und dieses Intervallfasten unterstützt auch, also weil grundsätzlich Fasten ja auch dazu führt, dass bestimmte Hormone aktiviert werden. Das liegt einfach daran, dass wir den Körper sozusagen in einen Mangelzustand führen. Und der Körper reagiert nicht nur auf eine Säuberung des Systems, sondern er reagiert auch, indem er bestimmte Hormone aktiviert, weil er gerne diesen Mangel an Nährstoffen ausgleichen möchte, und deshalb produziert er dann auch Testosteron, und er produziert auch Wachstumshormone. Also insbesondere, wenn man nüchtern ist, passiert das auch in der Nacht, und Intervallfasten ist also auch ein Mittel deshalb. Und einfache Dinge wie auch Sonnenbaden hat man auch gemessen. Ja? Sonnenbaden steigert nicht nur Vitamin D, sondern eben auch erhöht auch das Körper und regt auch die Produktion von körpereigenem Testosteron an. Da erinnere ich mich immer an die Typen da, Mensch, also es muss ja, ich war ja da und ich war ja, wie gesagt, 77 war ich da, Venice Beach, und habe mir das alles angeguckt, habe da am Strand gelegen, war eine geile Geschichte. Und da rannte dann mit einmal Samuel Bernot vorbei. Ja, ich denke, was ist das denn? Kannte ich noch gar nicht mit Namen. Ja. Und der spätere Mr. Olympia und so eine Typen, die hat man da gesehen am Strand. Das war ja nicht unweit vom Gold's Gym, das war ja alles in der Nähe. Und ich weiß auch, dass Arnold und die Typen, die haben ja nichts anderes gemacht wie trainiert, ja, und ihre Kurse verkauft und ihre Bilderchen gemacht. Und die haben dann eben nach dem Training da am Strand gelegen. Ne, und haben dann da sich gesonnt. Und das war normal. Und zwar als Clique. Und das muss, also ich habe da auch gelegen mit ein, zwei Bodybuildern, das waren dann meine Bekannten. Aber, und man war auch gut angesehen, also auch von allen Seiten. Also wenn man wurde immer gefragt, wie viel trainierst du und so weiter. Also die Amis waren da ganz offen. War eine schöne Geschichte. Dann ist ein Faktor rote Blutkörperchen ernähren. Und wer die Abhandlung über Desiccated Liver mal sich angeschaut hat, auch den Livestream, den ich dazu gemacht habe, und beziehungsweise auf der Homepage arenguru.info kann man das auch nochmal lesen. Desiccated Liver war deshalb auch das Produkt für die damaligen Bodybuilder, weil es wirklich mehr konnte als nur ein paar Aminosäuren liefern. Ja, es hatte bestimmte Wachstumshormone und Wachstumsfaktoren, die in der Desiccated Liver, die tatsächlich wirken und funktionieren. Und ich weiß also, ein Frank Zane hat das Zeug hunderteweise reingeschmissen, und die Bodybuilder zu der Zeit. Und ich habe auch teilweise 30, 40
Stück am Tag reingezimmert und habe das wirklich gemerkt. Also man merkt das auch. Und ich nehme immer noch meine, wir haben ja jetzt relativ hochdosierte mit 2300 Milligramm von Iron Guru, die Desiccated Liver, und die anderen, die es damals gab, das waren immer so ein Gramm oder so. Ne? Also und deshalb, wenn man heute also von den 2300 Milligramm Desiccated Liver dann 6 nimmt, dann ist es ja schon so, als wenn man da 10, 15 von der ursprünglichen Menge mal nimmt, die immer von Vince Gironda und so empfohlen wird. Ne? Also Desiccated Liver hat auch einen positiven Einfluss auf die Bildung von roten Blutkörperchen durch auch das enthaltene Eisen, also Hämoglobin. Und weltweit ist Hämoglobin der größte Mangel, den die Menschheit hat. Das nur am Rande. Man darf das nicht übertreiben mit dem Eisen. Dann kann es auch nach hinten losgehen, wie mit vielen Stoffen. Da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Also immer alles in einem bestimmten Maß. L-Arginin ist übrigens natürlich eine Aminosäure. Auch darüber habe ich ja einen Stream gemacht. L-Arginin produziert, führt ja zu einer Mehrproduktion von NO, von Nitrooxid, also von dem Zündfunken, ja, der die Gefäße erweitert und einen positiven Einfluss auf diverse Funktionen im Körper hat. Und unter anderem auch das Gehirn, ja, Muskelzellen sowieso. Also es ist, L-Arginin ist weitaus mehr als nur ein Mittel so zum Pump nehmen. Ja, es hat einen extrem gesundheitlichen Effekt und eigentlich müsste jeder Bodybuilder regelmäßig L-Arginin nehmen, weil man hat damit auch einen gewissen Herzschutz. Das kann ich auch nur den Leuten empfehlen, die wirklich dann auf Anabolika sind. Aber gut, die wissen das dann schon besser, die informieren sich ja auch. Sollen sie machen. Natürlich ein aktives Sexualleben hat selbstverständlich auch Einfluss auf Testosteron, auf die Aktivierung von körpereigenem Testosteron. Dann haben wir negative Faktoren. Ich habe nur ein paar genannt und die auch wirklich nachgewiesen sind. Alkohol, Nikotin, Drogen insgesamt, also alles, was den Körper belastet, ja, was ihm Energie wegnimmt, ja, was die Leber auch in Anspruch nimmt, die Lebertätigkeit schädigt, ja, die Nieren in Anspruch nimmt, das ist alles negativ für den körpereigenen Testosteronspiegel. Stress sowieso, weil Stress aktiviert, also übermäßiger Stress, ja, negativer Stress aktiviert Cortisol, wiederum das abbauende Hormon, ja, und damit tue ich dem Muskelaufbau keinen Gefallen, ganz klar. Jegliche Form von Entzündung im Körper, ja, sorgen auch wieder für Stress. Und auch das führt eben zu einer Reduzierung von Testosteron und natürlich Übertraining. Da kann man sich drüber streiten, wie viel Training notwendig ist. Und da habe ich schon einige gehört jetzt, die denn geschrieben haben, ja, ich trainiere schon immer 2 Stunden jeden Tag. Also in der Regel ist es so, wie gesagt, dass Muskeln durch kurze, intensive Belastungen wachsen und alles andere, was über einen bestimmten Zeitraum hinausgeht, ist dann mehr in Richtung Ausdauer, vielleicht noch Kraftausdauer. Ja? Ist nicht unnütz, das will ich damit nicht sagen, aber um einen Muskel zu reizen, dass er wächst, brauche ich kurze, intensive Belastung. Und es ist völlig egal, ob ich dann dieses Volumentraining mit 15 Sekunden mache, so ein 8x8-System, oder ob ich ein Heavy-Duty-Training mache. Ich muss an meine Grenze gehen, ja, muss den Muskel fordern. Nur dann wird der Reiz gegeben. Man spricht auch teilweise von Mikroverletzungen im Muskel, ja, die man durch unterschiedliche Art und Weise des Trainings auch erreichen kann. Und das muss gegeben sein. Und wenn ich das nicht mache, dann habe ich auch keinen Muskelreiz, um Muskeln aufzubauen. Der Körper reagiert ja so, dass er sagt, okay, ich habe hier eine Belastung und ich muss mich nächstes Mal darauf vorbereiten und diese Belastung besser wegstecken. Das ist der Effekt. Und deshalb, wenn ich also manche alte Bodybuilder sehe, die dann sagen, ja, ich trainiere doch aber auch länger und 2 Stunden und 3 Stunden und nicht so schwer und so weiter. Naja, wenn ich natürlich schon in 20, 30 Jahren eine bestimmte Muskelmasse mir zugelegt habe, dann ist das eher, diese Art des Trainings, eher ein Erhaltungstraining. Ja,
Aber für alle die, die sagen, ich will mehr, ich will Muskeln draufpacken, die werden also es schwer haben, mit 100 Wiederholungen, mit einer Übung wirklich Muskeln draufzupacken. Man muss da immer ganz genau hinschauen. Ich weiß, da gibt es dann wieder den, der sagt jenes und funktioniert so. Ich rede ja hier von physikalischen Gegebenheiten und auch von Gegebenheiten unseres Körpers. Ja? Und wenn jemand sagt, bei mir funktioniert das, ich mache 100 Wiederholungen und mein Bizeps wächst, dann mag das sein. Aber für die Masse trifft es einfach nicht zu. So, dann kommen wir mal zu dem nächsten Punkt. Ja, da habe ich nochmal was rausgesucht, nämlich von dem John Grimek. Wie gesagt, 1940 hat man noch sehr wenig über Testosteron überhaupt gewusst und die Forschung war gerade im Gange, das überhaupt zu synthetisieren aus Stierhoden und ähnlichem. Ja, und da wusste man noch gar nicht, wie man das Zeug nennen soll, wie auch immer. Und das kam dann danach. Und dies ist ein Bild von 1940, ja, von John Grimek. Und ich finde, der sieht schon ganz fantastisch aus. Ich zeige das immer mal nur. Also, wer es schafft, mit einem natürlichen Training und einer natürlichen Ernährung so eine Form dann hinzubringen, dann finde ich das schon ganz anständig. Natürlich sieht der nicht aus wie Ronnie Coleman. Ja, ich will mich jetzt hier nicht dabei darüber äußern, ja, aber ich finde, der sieht schon geil aus. Und wenn man das schafft und wenn man das erreichen kann, dann ist Bodybuilding allemal es wert, das zu betreiben. Und da habe ich noch einen, nämlich das ist hier der Larry Colbert. Und Larry Colbert war der erste Mann, der einen 50er Oberarm erreichte. Und Larry Colbert, ich habe das in einem anderen Stream auch nochmal erwähnt, ist ein Mann, der sein Leben lang, der hat also auch einen eigenen Shop gehabt mit Nahrungsergänzung und hat sein Leben lang sich eingesetzt gegen Anabolika. Und da kann man auch wieder sagen, ja, nö, und das stimmt doch gar nicht und so weiter. Aber wir haben hier Bilder, ja, die sind vor der Zeit. Und natürlich, das kann dann nicht jeder erreichen, das weiß ich auch, ja, dass die Genetik eine Rolle spielt und natürlich auch viele andere Umstände noch eine Rolle spielen. Aber es ist eben möglich und wer dann immer sagt, guckt sich so ein Bild an, der hat auch was genommen und so. Blödsinn. So, ich habe euch nochmal was anderes rausgesucht und zwar, natürlich gibt es einen Verlauf, den wir leider haben, junge Männer, ältere Männer, also ab 40 circa nimmt der Testosteronspiegel jedes Jahr 1% ab und man kann diese Geschichte aufhalten, ja, indem man trainiert, indem man entsprechend sich ernährt, also die Faktoren, zu denen wir auch gleich nochmal weiter im Weiteren kommen. Was hier ganz interessant ist, ihr seht hier den Verlauf der Produktion von Testosteron, der ja bei einem älteren Menschen genauso wie bei einem jüngeren Menschen ähnlich ist. Das heißt also, in der Nacht, ja, also in den frühen Morgenstunden wird am meisten Testosteron produziert. Und so mancher junge Mann und ältere Mann weiß, dass morgens, da spricht man ja von der sogenannten Morgenlatte, und die passiert nicht von umsonst, sondern das hängt damit zusammen, dass in dieser Zeit morgens der Testosteron-Level, der natürliche Testosteron-Level am höchsten ist. Und insofern bedeutet das, dass die Organe und die Drüsen, die dieses Testosteron produzieren, ja, besonders aktiv sind um diese Uhrzeit. Und das kann man auch für sich nutzen. Da kommen wir gleich zu. Deshalb habe ich diese Geschichte mal rausgesucht. So, jetzt haben wir den ersten Fakt. Ja, wie steigere ich die Proteinsynthese? Das heißt, das, was Anabolika kann, Eiweiß zurückzuhalten im Körper, ja, und vermehrt aufzubauen. Also in erster Linie anabol zu sein. Und hier seht ihr eine ganze Reihe von Dingen, die ich auch im Einzelnen nochmal erklären werde dann. Was man früher nicht hatte, das ist fast der einzige Unterschied zu den Bodybuildern der 50er und 60er Jahre und 40er Jahre. Kreatin gab es in desiccated liver, in organischer Form. Ich kann nicht sagen, wie viel, ist aber enthalten. Ja? Denn die Leber ist an dieser
Kreatin-Synthese auch beteiligt. Und Kreatin hat die Fähigkeit, Wasser zu speichern und die ADP-Speicher anzuheben. Das heißt, es sind zwei Faktoren, die ich erreichen kann mit Kreatin. Ich habe das hier immer noch mal gezeigt. Hier haben wir das. Also das ist das, was Kreatin kann und was auch Glutamin kann. Glutamin ist eine Aminosäure, die auch zur Wasserspeicherung führt, aber im Muskel und nicht außerhalb des Muskels. Jetzt noch mal kurz zum Kreatin. Bei einer Kreatinkur, das heißt also diese typischen Loading-Phasen, erreiche ich zwar ein schnelles Aufladen von Kreatin, also mit 10 und mehr Gramm, 20 Gramm. Früher hat man 30 Gramm am Tag genommen und da hat man Durchfall gekriegt. Ich erreiche zwar, dass die Muskelzellen sich schnell aufladen mit Kreatin. Das Problem ist, auch dort spielt es eine Rolle, wie viele Rezeptoren sind vorhanden. Und ich ermüde diese Aufladephase sehr schnell mit diesen hohen Gaben von Kreatin. Und dadurch verkürzt sich eigentlich diese Phase, in der Kreatin wirksam ist. Deshalb kommt es dann, wenn ich also diese hohen Mengen an Kreatin nehme, auch ganz schnell zu einer Übersättigung, die dann negativ ist. Und dann bildet der Körper, baut das ab, das Kreatin, und es entsteht Kreatinin. Und dieses Kreatinin, aufgrund dieser hohen Gaben von Kreatin, kann nirgendwo hin. Der Körper kann das nicht so schnell loswerden. Und es belastet auch sehr stark die Nieren. Kreatinin wird ausgeschieden über die Nieren, über die Haut, über die Atmung. Ja? Und natürlich Urin, logischerweise. Ja? Das Problem ist, der Körper wird das dann nicht so schnell los. Und dann stopft er das Kreatinin, das lagert er, das muss er erstmal verlagern. Und sagen, wo soll ich mit dem ganzen Schrott, mit dem ganzen Abfall hin? Und das führt dann zu diesen Wassereinlagerungen, zu diesem aufgeschwemmten Aussehen, weil die Wassereinlagerungen dann unter der Haut sind, also außerhalb des Muskels. Deshalb muss man immer unterscheiden zwischen den Wasserspeichern im Muskel, ja, und den Wasserspeichern außerhalb. Also dort ist ja die Wasserspeicherung nicht gewünscht. Das schwemmt uns aus, da sehen wir aus wie aufgeblasen. Und das ist dann auch das, und das betrifft eben übrigens auch Anabolika-Nutzer häufig, dass dann, wenn ich das dann absetze, ja, diese 3-4 Kilo, die ich dann zugenommen habe, vielleicht mit Kreatin, ganz schnell auch wieder weg sind, weil der Körper sich dieser Wassereinlagerung schnell entledigt. Deshalb, Kreatin sollte genommen werden, maximal 2 Gramm, 3 Gramm, 5 Gramm ist schon eine Grenze jeden Tag. Ja? Also für einen relativ langen Konsum von Kreatin würde ich eher empfehlen, wirklich nur 2 Gramm zu nehmen. Da knallt das zwar nicht so, aber ihr habt diesen Anabolen-Effekt längere Zeit. Und darauf kommt es ja an. Es kommt ja nicht darauf an, einmal kurz da 3 Kilo zuzunehmen, Wasser, sondern ihr wollt ja das auch umsetzen in Form von Muskulatur. Und deshalb würde ich also nicht mehr wie 2-3 Gramm am Tag Kreatin empfehlen. Ich komme auch gleich nochmal zu, wann man das am besten nehmen soll. Und Glutamin funktioniert sehr gut mit Kreatin zusammen. Das kann man sehr gut nehmen. Ich muss mal kurz was trinken. So. Jetzt kommen wir zu dem nächsten. Natürlich hat die Proteinsynthese auch was mit der Menge an Protein zu tun, die man da konsumiert. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Auffassungen. Also, um eine vernünftige und hohe Proteinsynthese zu erreichen, benötige ich ca. 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Ich würde diese Menge an Eiweiß allerdings nicht dauerhaft empfehlen, sondern man sollte das immer kurmäßig anwenden. Das bietet sich an, in Verbindung mit Kreatin, Glutamin und anderen Sachen, wirklich mal zu sagen, so, ich mache das jetzt 6 Wochen. Und dann mache ich mal eine Woche Pause. Ja? Auch mit der Menge an Protein.
Das ist also mein Vorschlag und das ist auch das, was übrigens Vinci Ronda empfohlen hat. Diese Pausen, diese Proteinpausen. Zum Erhalt von Muskulatur reichen häufig, und das ist also medizinisch auch gut belegt, 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ja? Aber diese 2 Gramm sind also schon dann notwendig, um eine gute Proteinsynthese dann auch zu erreichen. So, dann kommen wir zu Desiccated Liver. Und wie gesagt, darüber gibt es ja schon einige Abhandlungen. Also, Desiccated Liver ist eben nicht nur eine, es liefert eben nicht nur bestimmte Aminosäuren, ja, alle essentiellen Aminosäuren, hohen Anteil an BCAAs und so weiter, sondern es hat eben auch andere Wachstumsfaktoren. Unter anderem hat Desiccated Liver der Entwicklung von Anabolikas gedient, weil dort bestimmte Stoffe drin sind, ja, die auch eben den Hämoglobinspiegel, also die Anzahl der roten Blutkörperchen erhöhen kann und die sauerstoffreichen Blutkörperchen verbessert. Das ist in Desiccated Liver enthalten. Außerdem natürlich der Vitamin B-Komplex. Ja? Und man hat damals, und da gibt es Selbstversuche auch mit Vince Gironda, der hat dann also alle 3 Stunden Desiccated Liver genommen und hat dann da auch Programme für entwickelt. Und ich habe das ja auch mal veröffentlicht. So 1 Inch in 3 Wochen am Arm, also 1 Inch ist 2,5 Zentimeter. Ich habe da dann geschrieben, also 3 Zentimeter in 6 Wochen oder in 3 Wochen oder wie auch immer und habe das Programm vorgestellt. Wurde auch gleich wieder niedergemacht, also Quatsch kann man nicht und so. Also man kann durchaus am Arm durch bestimmte Aktivitäten mit Kreatin, Glutamin, Desiccated Liver mal 1-2 Zentimeter auch in kurzer Zeit aufbauen. Ich habe das selber erlebt. Also das ist durchaus machbar, auch ohne Anabolika. Wenn ich natürlich auf dem Anabolika-Trip bin und mir das Zeug reinpfeffer bis zum geht nicht mehr, also nützen auch keine Desiccated Liver. Hier richten wir uns also wirklich an ein gesundes Programm und ein gut durchführbares Programm auch, das natürlich ist. Deshalb nochmal diese Desiccated Liver. So, was haben wir da noch? Also, diese Gabe von Eiweiß sollte möglichst alle 3 Stunden erfolgen. Nimmt nicht zu viel Eiweiß alle 3 Stunden. Also, ich rede von 35 Gramm, die recht gut verstoffwechselt werden können. Ja, also 60 Gramm und mehr, da hat der Körper es schon schwer, das zu verstoffwechseln. Und das kann sein, dass er etwas mehr aufnimmt, aber ein Teil wird eben dann nicht optimal verstoffwechselt und das ist dann Trash Waste, also das ist dann Abfall im Körper und belastet den Körper, die Nieren, die Leber und so weiter. Was man nehmen kann zur besseren Verstoffwechselung, sind eben Enzyme. Und wir bieten ja auch Enzyme an. Ich zeige das mal hier. Diese, die haben wir im Programm, deshalb, weil eben Vince Gironda gesagt hat, also zur Verstoffwechselung von Proteinen und anderen Nährstoffen hat er immer in allen Programmen wirklich Enzyme empfohlen. Wir haben hier 2 Formen von Enzymen, einmal das Betain und das Pepsin, das sind also auch eiweißspaltende und auch fettspaltende Enzyme. Und dann haben wir Natural Enzyme aus Ananas und Papain, also Bromelin und Papain. In erster Linie eiweißspaltende Enzyme. Die bieten wir an und ich persönlich kann euch, das ist also nicht um mir jetzt eine Dose mehr zu verkaufen, also ich muss sagen, ich nehme also auch dieses natürliche Enzym, wenn ich meinen Eiweißshake trinke. Da habe ich mal gezeigt, wie ich das mache mit dem neutralen Eiweiß, mit der entsprechenden Zubereitung über Wassermelone, gekühlte Wassermelone und dann nehme ich auch mal 30, 40, 40 Gramm Eiweiß auf einmal und dann nehme ich die Enzyme dazu. Der Effekt ist, wenn ich früher einen Eiweißshake getrunken habe, dann war ich so 1 Stunde satt. Dann habe ich so gedacht, so nach 1 Stunde habe ich eigentlich wieder Hunger, besonders bei Whey-Protein oder Whey-Isolat. Wenn ich dieses Milk and Egg-Protein nehme und dann in Verbindung mit dem Enzym, bin ich viel länger satt. Also ich möchte einfach nicht so viel essen. Ich bin schwer genug. Ja? Wenn ihr natürlich zunehmen wollt und Muskeln aufbauen wollt, dann helfen euch diese Enzyme auch, das Eiweiß besser zu verstoffwechseln, dass es besser in die Muskeln kommt, dass die Verdauung besser funktioniert.
So, dann kommen wir noch zu einem ganz, ganz wichtigen Teil, und zwar Vitamin B-Komplex. Und ich habe ja, wie ihr wisst, wie einige wissen, also gar nicht so viele Produkte im Programm. Ich habe wirklich die Sachen reingenommen, von denen ich wirklich überzeugt bin, dass sie was tun und dass sie helfen, die ich auch selber konsumiere. Und da sprechen wir hier über den Vitamin B-Komplex. Und dieser Vitamin B-Komplex ist wirklich also ein enorm wichtiger. Ich habe hier nochmal ein Bild. Das bieten wir an, das Papaver plus Vitamin B-Komplex. Das ist sehr hoch dosiert, also wirklich 75 Milligramm pro Vitamin B1, B6, B2 und was immer drin ist. Und auch Vitamin B12 in Form von Methylcobalamin ist das verzügbare, das wirklich verstoffwechselbare Vitamin B12 ist enthalten. Und also ich möchte behaupten, dass zu der Zeit, als es Vinci Ronda gab, und ich habe hier auch nochmal so ein Bild rausgesucht, der Mann war ja ein Anhänger dieser ganzen Geschichte. Also ich habe hier mal ein Bild in seinem Store im Vince Gym. Ja, so sah das aus, so alles aus Holz gezimmert da, wie viele Geräte auch. Und er hat eben diese Supplements auch verkauft. Das war Teil seines Coachings, das er gemacht hat. Und hat da seine Vitamin B-Geschichten, B-Komplex-Geschichten, seine Desiccated Liver und all diese Dinge angeboten und verkauft. Und seine Leute haben es auch genommen. Und ich habe diverse Kontakte wirklich zu Athleten aus der Zeit. Die schwören da heute noch drauf. Die nehmen das, das sind Amis, und ich lese das immer mit Vergnügen dann durch. So, das heißt also, wir haben hier einmal Vitamin B-Komplex, der ist einfach wichtig für die Leberfunktion. Ich hatte das gesagt, die Leber ist bei uns im Körper die Fabrik, ja, da werden alle Aminosäuren aufgespalten, Aminosäurenverbindungen hergestellt, ja, damit der Körper dann nachher auch Testosteron bilden kann. Ja, denn der Körper benötigt bestimmte Aminosäuren, um dieses Hormon, dieses Testosteron und andere Hormone herzustellen. Wachstumshormone zum Beispiel bestehen aus 196 verschiedenen Aminosäuren. 196, 97, ich will mich da jetzt nicht genau festlegen. Und das muss da erstmal zusammenbasteln. Das muss ja auch in einer ganz bestimmten Menge gemacht werden. Ja, und diese Verbindungen nennt man dann auch Peptidverbindungen, gibt es noch unterschiedliche Namen, also bringt euch jetzt nicht. Aber Peptidverbindungen, lest ihr ab und zu mal. Das sind also immer Aminosäurenverbindungen. So, dann haben wir hier noch eine Geschichte, die dazugehört, und das ist das Methylcobalamin. Da habe ich einen ganzen neulich einen ganzen Livestream drüber gemacht, über dieses geniale Vitamin B12, verstoffwechselbare, extrem hoch dosiert, also 5000 Mikrogramm. Das ist schon brutal, ne? Also das entspricht 5 Milligramm, und wenn ihr euch vorstellt, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt 5 Mü, also 5 Mü, ja, dann haben wir hier eine tausendfache Menge, die angeboten wird und auch noch in einer verstoffwechselbaren Form. Und das sollte man, wenn man es anwendet, auch kurmäßig anwenden, ja, in Verbindung mit diesen Proteinen, mit all diesen Dingen, von denen ich hier spreche, kann ich nur empfehlen, weil das ist also sonst nur in Spritzenform in dieser Menge überhaupt also aufnehmbar. Also Vitamin B12 ist eben schwer verstoffwechselbar über Cobalamin, also das reine Vitamin B12. Da bedarf es dieser Form Methylcobalamin. Der Körper macht nämlich aus Vitamin B12, aus dem Cobalamin, synthetisiert er über enzymatische Geschichten dieses Methylcobalamin, und dann kann er es verwerten. Nennt man auch Coenzym Vitamin B12. Aber ihr müsst einfach nur wissen, diese Form ist verstoffwechselbar. So. Dann haben wir natürlich hier diese ganze Reihe von Aminosäuren, Vitaminen, Magnesium, Zink. Ja, da komme ich auch gleich nochmal zu Zink. Da wurde ich nämlich in einem Beitrag jetzt gefragt, ja, ist denn Zink Orotat gut verstoffwechselbar und so weiter und so fort. Ich habe wirklich auch nochmal genau recherchiert. Und Zink gibt es in diversen Formen. Ja, also wir haben Zink-Orotat. Wir haben Zinkgluconat, wir haben Zink-Aminosäurenverbindungen mit bestimmten Aminosäuren.
was ich rausgefunden habe, ist, dass die Verstoffwechselung von Zink, ja, von diesen Verbindungen fast relativ gleich ist. Also wir sprechen da von 60%, dann mal 66%, 55% des Zinks, das der Körper aufnehmen kann, von der Menge, die ihr dann zu euch nehmt. Ja? Also ihr macht keinen Fehler, wenn ihr ein Zink-Orotat oder Gluconat wählt, ja, oder auch bestimmte Aminosäurenverbindungen werden in der Regel ganz gut verstoffwechselt. Da gibt es aber leider ganz unterschiedliche Studien zu. Ja. Fakt ist, dass Zink und Magnesium für die Produktion von Testosteron einen erheblichen Anteil haben. Deshalb habe ich das hier auch nochmal erwähnt. Und ich würde diese Dinge, deshalb Zink, Arginin spielt eine Rolle auch, was ich eben schon sagte. Vitamin B6 spielt eine Rolle, ja, also Vitamin B-Komplex. Frank Zehn hat ja immer empfohlen, diese Vitalstoffe, das heißt diese Vitamine, diese bestimmten Aminosäuren, die nicht dem Muskelaufbau direkt gelten, sondern also die dieser Funktion der Aktivierung von Testosteron und anderen Hormonen gelten, so 60 bis 30 Minuten vor dem Training zu nehmen, damit auch der Anteil an Aminosäuren und diese Wachstumsfaktoren da sind, wenn ihr den Reiz gegeben habt. Denn da gibt es ein bestimmtes Fenster, ja, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen, aber eigentlich, ich meine, man muss ja nicht immer unbedingt nur Wissenschaftler sein. Also es ist doch klar, wenn ich einen Muskel trainiere und reize zum Muskelwachstum, indem ich ihn auch beschädige und der Körper beginnt mit diesen Regenerationsprozessen und mit diesen Heilungsprozessen, dann ist es doch wohl klar, dass wenn diese Mittel, die er braucht, das heißt diese Vitamine, diese Mineralstoffe, diese Spurenelemente, diese Aminosäuren, wenn die da sind in dem Moment nach dem Training, ja, und schon gegeben sind, dann ist doch wohl klar, dass diese Heilungsprozesse und diese Wachstumsprozesse besser ablaufen. Also manchmal denke ich auch, da wird so viel diskutiert und so, aber eigentlich ist das klar. Und die alten Bodybuilder wussten das auch, Frank Zehn wusste das auch, der hat drauf geschwört, also, und Vince Gironda hat auch bestimmte Einnahmeprofile empfohlen, deshalb auch alle 3 Stunden diese Aminosäurengaben bzw. Eiweißgaben. So, dann haben wir hier noch eine Geschichte, Proteinshake nach dem Training. Auch da gibt es ja im Internet, das ist ja voll, wie gesagt, mit allen möglichen Blödsinn. Aber es ist eben einfach so, wenn ihr den Stickstofflevel, und das ist ja Eiweiß, hochhaltet, um die Trainingszeit herum, ja, dann habt ihr auf jeden Fall dort ein Fenster, in dem der Körper diese Nährstoffe für euren Muskelaufbau einsetzt. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, vielleicht nochmal zum Muskelaufbau. Für den Körper, Muskeln sind ja ein Organ. Ich weiß nicht, ob ihr euch darüber im Klaren seid. Muskeln sind ein Organ. Ja, wie andere Organe auch. Und Muskeln haben nicht nur was damit zu tun, dass wir uns damit bewegen können, sondern die Muskeln haben einen vielfältigen Einfluss auf unseren Körper. Und in Form von eben der Aktivierung von Hormonen und Ähnlichem. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass aber in der Rangfolge der Versorgung, ja, von mit Nährstoffen die Muskeln für den Erhalt, ja, des Körpers beziehungsweise für die Lebensfähigkeit ganz unten sind. Also an erster Stelle, was mag da wohl stehen? Das Gehirn. Also Gehirnaktivitäten, ja, und so weiter kann man ja noch messen, wenn wir schon fast tot sind. Und der Körper nimmt seine gesamte Energie, um die Funktion des Gehirns aufrechtzuerhalten, nach Unfällen und Ähnlichem. Die Muskeln sind ganz unten. Die spielen nämlich keine Rolle für den Lebenserhalt in dem Moment. Und deshalb ist das Training, der Reiz, ja, eine kurzfristige Umkehr stellt es dar. Das heißt,
in dem Moment, ja, wenn ihr diesen Reiz setzt und wenn ihr diese Muskeln beschädigt durch dieses intensive Training, dann sind sozusagen die Türen offen, dass der Körper sagt, so, jetzt müssen wir erstmal hier, oha, das ging ja ganz schön an die Substanz, jetzt müssen wir mal sehen, dass wir diese Sachen ganz schnell mal in Ordnung bringen. Ja, und deshalb sind diese Faktoren, wann man auch ein Eiweiß nimmt, wann man Aminosäuren nimmt und so weiter, ganz entscheidend. Und deshalb habe ich das hier nochmal aufgeführt. So, jetzt haben wir hier nochmal Proteine mit einem hohen Anzahl an BCAAs. In der Regel Milchprotein, Whey-Protein, Desiccated Liver haben einen hohen Anteil an BCAAs. Da gab es ja dann ja auch ein Theater mit einigen, also ich habe das mitgemacht, BCAAs funktionieren gar nicht und bla und Sülz und man muss nur EAAs nehmen und die essentiellen Aminosäuren. Ja, ich meine, also BCAAs sind essentielle Aminosäuren und dann hat man die sogenannten Meta-Studien angeführt. Ja, also die Meta-Studien, die zeigen, BCAAs bringen gar nichts für den Muskel. Also auch das ist eine relativ einfache Geschichte. Eure Muskulatur besteht zu einem ganz großen Teil aus BCAAs und anderen essentiellen Aminosäuren. Ja, also nichts gegen EAAs, gegen essentielle Aminosäuren, natürlich. Ja, aber wenn ich ein intensives Muskeltraining betreibe, dann sollte ich auch darauf achten, was ich esse und welche Nahrung ich zu mir nehme und möglichst eine Nahrung, Proteine mit einem hohen Anteil an BCAAs. Und das sind eben bei Veganern unter Umständen recht bescheidene Produkte. Ja, also zu der veganen Sache komme ich gleich. Die hat andere Vorteile. Aber rein zur Versorgung der Muskulatur, ja, da sollte ich auf Lebensmittel und Proteine zurückgreifen mit einem hohen Anteil an BCAAs. So, jetzt haben wir hier die alte Geschichte mit den rohen Eiern. So, und mit dem Eggnut. Da habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Der Eggnut wurde ja eingesetzt und wird von einigen eingesetzt, die ich auch trainiere, mit großem Erfolg. Und das hat zur Folge, dass nicht nur natürlich 36 Eier unheimlich viel Eiweiß enthalten, sondern 36 oder 12 Eier, wie auch immer, enthalten auch eine große Menge an natürlichem Testosteron. Das kann man messen. Organischem Testosteron. Das heißt Testosteron ohne Nebenwirkungen. Der Körper nimmt sich das, was er braucht. Das ist der Vorteil. Ja? Und unter anderem liefern Eier aber auch, also ich rede von fast rohen Eiern, die man 15 Sekunden kocht, also in einem relativ rohen Zustand, ja, belassen und nicht eine halbe Stunde als Omelett oder eine halbe Stunde als gekochtes Ei. Die Wachstumsfaktoren gehen dann irgendwann kaputt, also wenn ich es zu lange zubereite. Hier geht es darum, dass ich die Eier kurz abkoche zum Schutz gegen Salmonellen und auch zum Schutz gegen Alvetin. Das ist ein Mittel, ein Inhaltsstoff, der Biotin, also ein wichtiges B-Vitamin, zerstört. Und deshalb kocht man die Eier 15, 20 Sekunden ab und dann kann man sie auch fast roh benutzen. Der Vorteil noch, den Eier bieten, sie haben einen hohen Anteil an Cholesterin. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, der Franke, jetzt dreht er ganz durch, jetzt ist er ja völlig durch und hat einen in der Klatsche. Cholesterin ist doch schädlich. Völliger Blödsinn. Ich habe das auch schon mehrfach erklärt, aber ich habe ja immer auch wieder neue dabei, ja, und freue mich auch darüber, die mir zuhören. Cholesterin ist ein entscheidender Stoff, um überhaupt Testosteron im Körper, die Herstellung von Testosteron im Körper zu bewerkstelligen. So, und wenn ich Cholesterin niedrig halte, ja, dann wird die Testosteronproduktion, die körpereigene Produktion, nicht gerade begünstigt dadurch. Ja, das ist ein Problem. Und deshalb sind diese Eiergeschichten, dieser Eggnut, ja, wirkt sich eben auf Muskelaufbau auf. Und ich darf euch sagen, diese ganze Geschichte hier mit den rohen Eiern, mit den wirklich, also alle 3 Stunden, Desiccated Liver und so weiter, B-Komplex hochhalten. Ich habe das jetzt bei vielen Leuten erlebt und ich habe es früher schon erlebt. Für mich, was ich gesehen habe, ist das der einzige Weg, der einzige, den ich kenne, den ich persönlich kenne, ohne Anabolika, ja, wirklich zur gleichen Zeit Muskeln aufzubauen und Fett abzubauen. Durch eine Fett-Eiweiß-Ernährung, ja, und natürlich gehören da auch hier
gesunde Fette zu, jede Menge, also wie Avocado, Lachs, Nüsse, Samen, ungesättigte Fettsäuren, Olivenöl und so weiter. Ganz klar. Ich habe das hier nochmal, jetzt zeige ich das nochmal. Also deshalb auch, braucht ihr auch keine Angst haben vor Fetten in rotem Fleisch oder so. Ja, ich rede aber von gutem roten Fleisch. Ich rede nicht von der Ware, die da steht in den Supermärkten, ja, die mit Antibiotika vollgepumpt sind, wo Wasser reingespritzt ist und was weiß ich nicht alles. Also wenn ihr rotes Fleisch, also sprich Steaks euch kauft, dann seht zu, dass ihr Biofleisch bekommt. Das kann ich nur sagen, weil die Tierhaltung ist ja immer mehr in der Kritik und auch darüber habe ich schon gesprochen in anderen Streams. Also seht zu, dass ihr gutes Fleisch esst. Ja? Ob das nun Beefsteak ist oder ob das Hähnchen sind oder wie auch immer, versucht wirklich Bioware zu bekommen. Das andere Zeug ist echt verseucht und ist echt nicht zu empfehlen. Ja? So, wir haben hier noch diese Geschichte und da ging es ja um den Pump. Aber es geht eben nicht nur um den Pump, es geht um die Erweiterung der Gefäße. Und wenn die Gefäße erweitert sind, ja, wenn ich das aufrechterhalten kann über einen bestimmten Zeitraum, dann ist natürlich auch die Versorgung mit Nährstoffen besser. Und deshalb, das spielt alles ineinander. Und man kann eine Menge machen natürlich, um diesen Effekt eben dann zu erzielen. Und jetzt kommen wir wirklich zu dem, ich wurde bei Red Beet Pump, könnte ich noch einiges sagen, auch zu den roten Blutkörperchen, Leistungssteigerung und so weiter. Aber da gibt es einen extra Stream, den könnt ihr euch ja unter Umständen dann mal ansehen, wenn euch das dann mehr interessiert. So, jetzt kommen wir nochmal zu diesen Geschichten und das sind die grünen Lebensmittel. Die grünen Gemüse- und Salatgeschichten. Und sogar, ich habe das auch schon tausendmal erwähnt, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung spricht von bei diesen Geschichten von einer Steigerung, die möglich ist durch diese Nahrung, von 28% erhöhten Testosteron, wenn ich mich mit diesen Lebensmitteln ausreichend ernähre. Und das finde ich schon ganz beachtlich. Es sind die sekundären Pflanzenstoffe, die da drin sind, die uns gesund machen, die gut für den Darm sind, für das Immunsystem und für den Testosteron-Level sind. Ja? Deshalb habe ich das hier alles nochmal so. Ich habe das hier nochmal kurz zusammengeführt und spreche hier nochmal über den natürlichen anabolen Effekt. Um es ganz kurz nochmal auf den Punkt zu bringen, also 45 Minuten intensives Training. Ihr müsst herausfinden, ob ihr dreimal in der Woche trainieren wollt, zweimal in der Woche trainieren wollt oder viermal in der Woche oder gar fünfmal. Das liegt an eurem Erholungsvermögen, das liegt an eurem Alter, das liegt an vielen Faktoren. Es nützt ja auch nichts, darf ich nochmal sagen, sechsmal in der Woche 45 Minuten zu trainieren, wenn ich einen Gleichstand erreiche. Also ihr müsst abchecken, wann baue ich auf? Und ich habe das auch schon erwähnt. Also jeder hat das, glaube ich, schon mal erlebt. Ja? Ihr wart im Urlaub, habt eine Woche Urlaub gemacht, geht wieder ins Studio und mit einmal habt ihr einen Riesenpump, habt richtig Power. Das deutet einfach nur darauf hin, dass ihr euch vorher unter Umständen nicht genügend Pausen gegönnt habt. Und ich weiß, die Leute, die engagiert sind, ja, die wirklich wollen, die trainieren natürlich am liebsten sechsmal in der Woche. Ja, aber ob das immer dann wirklich so hilfreich ist, das ist die Frage. Und deshalb muss dieser Faktor Erholung, der hier auch nochmal kommt, ja, ganz entscheidend beachtet werden. Ja. So, dann haben wir hier alle drei Stunden 35 Gramm Protein, Desiccated Liver, wie auch immer, dann eine High-Fat-Protein-Ernährung. Das ist unbestritten übrigens, dass diese Form der Ernährung die Produktion von Testosteron im Körper begünstigt und auch nicht die Arterien beschädigt oder sonst irgendetwas. Ja? Arterienverkalkung und diese Ablagerung durch negatives Cholesterin kommt durch ein eigenes Bilden im Körper, durch Stress in erster Linie, durch Zucker, Autoimmunkrankheiten und Ähnlichem, ja, die diese Ablagerung begünstigen und diese Produktion, diese körpereigene Produktion von schlechten Cholesterin fördern. Weil Cholesterin ist ein Pflaster. Es heilt. Es schließt Wunden. Ja?
So, und wenn der Körper immer unter Stress ist und Dampf ist, dann produziert der Körper, also negativen Stress ist, dann produziert der Körper mehr schlechtes Cholesterin und das muss irgendwo hin. Und dann lagert sich das ab, um es kurz und einfach zu erklären, in den Arterien. Ja? Das hat aber nichts mit dem Cholesterin zu tun in den Eiern. Ja? Dann nimmt der Körper sich nur das, was er braucht. Ja? Und das hat erhöht den Cholesterinspiegel. Überhaupt gar nicht. Das weiß man inzwischen auch. So, dann haben wir natürlich die Supplements, die ich hier eingehend besprochen habe. Stressabbau, natürlich. Also Stress bedeutet immer Cortisol, abbauendes Hormon, die Erholungsphasen, Sonnenbad und Sex. Ich habe das nochmal auf einen Punkt gebracht. So, und jetzt mache ich nochmal ein bisschen Eigenwerbung. Das darf ich ja auch mal. Ich fuhr immer hier diese Geschichte weg. Ich habe mir da Gedanken drüber gemacht und ich werde immer wieder gefragt, so, diesen Set wird es demnächst geben als Natural Anabolic Set. Da sind natürlich nicht alle Produkte erfasst, aber wir haben natürlich in diesen Produkten zum Beispiel auch Vitamin B-Komplex ist in der Desiccated Liver komplett auch enthalten. Ja? Ich habe das Kreatin hier ein bisschen höher dosiert, weil man das auch als Kur anbieten kann. Ja? Natürlich die Enzyme, natürlich das Methylcobalamin, das Vitamin B12, Red Beet Pump ist dabei. Also diesen Set werde ich bei ironguru.info demnächst ermäßigt anbieten. Also weil diese ganzen Geschichten zusammen liegen so bei glaub 120 Euro, wenn man die jetzt einzeln kaufen würde bei mir. Und ich bin ja nicht mal teuer, also wirklich. Also für die Qualität, die ich habe und ich vergleiche das mit anderen, das haben ja auch einige schon bestätigt. Also ich nehme euch da nicht aus, ich liefer ja keine Händler, ich nehme die Spanne schon mal raus, um möglichst alle Produkte günstig anzubieten. Und die Qualität, ob es Kreatin ist, Glutamin ist, ist alles pharmazeutisch reines Kreatin, Glutamin, ja, die anderen Produkte, ich achte sehr drauf, dass das eine gute Qualität ist. Also dieser Set kommt und so, ich wollte das nur noch mal zeigen. Habe ich noch was vergessen? Ja, nein, habe ich nicht. Deshalb, ich schaue hier nochmal. Nein, habe ich nicht. Ich glaube, ich habe an alles gedacht. So, und jetzt gucke ich nochmal auf eure Fragen. Und ich freue mich, dass wieder so viele dabei sind. Ich gehe mal hier, fange mal hier von oben an. Ich gehe mal hoch. Ihr habt ja ordentlich was geschrieben, damit ich hier auch keinen übersehe und vergesse. So, erstmal haben einige zugeschaltet. Freue ich mich sehr drüber. Jetzt wird wieder spannend und so weiter. Ich hoffe, euch gefallen die Sachen, die ich mache. Mir macht es Spaß und ich freue mich, wenn ich euch in einigen Sachen helfen kann. So, der Pavel fragt mich. Etwas, das wichtig sein könnte. Inwiefern ist das Myostatin-Gen erforscht? Ja, beziehungsweise Rolle spielt beim Muskelaufbau. Soll ja anscheinend mindernde Faktoren ingeben, beziehungsweise und so weiter, Brokkoli. Ja, also es ist natürlich so, wie Pavel, wie in allen Dingen geht die Forschung ja permanent weiter. Ja, und ich, also weil du gerade hier Brokkoli erwähnst, ja, natürlich, also es gibt immer wieder Dinge, auch Eisen behindert ja die Aufnahme von Vitamin B12. Allerdings nicht so sehr von Methylcobalamin, weil das schon das Coenzym ist. Also es gibt immer wieder auch Vitamine, ja, bestimmte Spurenelemente, ja, auch beim Zink ist es so, die dann, also Eisen und Zink ist auch so ein Problem, die dann so als Gegenspieler gesehen werden. Und ich würde einfach empfehlen, lasst euch da nicht zu sehr verunsichern. Also, die Grundernährung, wenn die stimmt, eine natürliche Ernährung mit viel grünen Lebensmitteln, Eiern, die Sache, die ich hier auch proklamiere, die auch von anderen Ärzten inzwischen in den USA ja sehr stark proklamiert werden, von dem Dr. Mark Heyman zum Beispiel, ja, Food as a Medical, Functional Food nennt man das auch. Da haben wir natürlich das Problem kaum. Also ich in dem Moment, wenn du also jetzt zum Beispiel eiweißreiche Nahrung in Verbindung mit Brokkoli isst oder so, also da wirst du, also da wird mit einmal nicht der Muskel schrumpfen oder so. Das wird nicht passieren. Ja? Bei dem Einsatz von Nahrungsergänzung muss man natürlich schon mal aufpassen.
wann man was nimmt und wie man das nimmt und in welchen Mengen das nimmt, wie bei Kreatin, Glutamin und all diesen Geschichten. Ich weiß, dass Myostatin eine ganz wesentliche Rolle spielt im Muskelaufbau, aber das wird dann so teilweise so wissenschaftlich in einer Richtung, die dann schon so unreal ist, finde ich manchmal. Ne? Also, und da gibt es ja so Cracks, die, ich habe das auch immer gehabt in meinem Studio und in meinem Shop besonders, die kamen dann rein und haben die genau sowas gelesen. Und dann ging das los. Dann haben die sich die Dosen in der Hand genommen, weil es um irgendeine Aminosäure ging, in irgendeinem Eiweiß, ob die denn mehr drin ist oder weniger drin ist. Und dann haben die da gefachsimpelt und die sahen alle aus wie ein Strumpf. Das war das Problem. Und die Leute, die Brokkoli gegessen haben, ja, und sich an der Ernährung gehalten hatten und Eiweiß genommen haben, ja, das richtige, gutes Eiweiß, ja, eindeutig mit allen essentiellen Aminosäuren, die hatten die Keule. Um es mal ganz simpel zu sagen. Ja. Also, Wissenschaft ist gut. Und immer schauen ist auch gut. Was gibt's Neues? Ich würde mehr auf die gesundheitlichen Faktoren achten. Und diese anderen Geschichten, oh, da gibt es also so viele, auch teilweise dann widersprüchliche Geschichten. Und ein seriöser Wissenschaftler wird immer sagen, das, was ich jetzt hier vermittle, ist immer der heutige Stand. Und Wissenschaft verändert sich permanent. Das betrifft Covid-19, ja, es verändert sich permanent. Und wer behauptet, er weiß alles und weiß genau, wie das alles funktioniert, ja, von wegen. Ja? Und das betrifft auch all diese Geschichten. Was interessant ist, in diesem Zusammenhang, dass die alten Bodybuilder, die haben ja 30, 40 Jahre das probiert. Mit den Eiern, mit den Steaks, mit dem Salat, mit dem Desiccated Liver. Und haben gesagt, das funktioniert. Und diese Dinge funktionieren heute auch noch. Ja? Und ob da irgendein Bericht dann kommt über eine so eine Geschichte, Also ich bin auch neulich gefragt worden, in dem Zusammenhang Brokkoli, da fällt mir immer ein, so, das ist ja so diese typische Geschichte, ne? Diese typische Bodybuilding-Ernährung. Da möchte ich nochmal was zu sagen, im Zusammenhang auch von Testosteron. Da geht es ja drum, das irritiert ja auch viele. Die sagen, ja, aber der Markus Röhl, oh, der haut sich den Thunfisch in seinen Shaker und säuft das. Und dann frisst er Reis, ohne Ende, ja, kiloweise. Und die Kohlenhydrate und. So, um das mal klarzustellen. Also, man muss absolut unterscheiden, unterscheidet bitte komplett zwischen einer natürlichen Form, um Testosteron zu aktivieren, Muskeln aufzubauen und sich gut zu versorgen und gesund zu bleiben. Ja? Und einer Form, die sich entwickelt hat, in den 70er, 80er Jahren, diese typische Ernährung, ich bin Coach, morgens Haferflocken und Eiklar. Ne? So. Und mittags gibt's Thunfisch. Und dann gibt's Hähnchenbrust mit Brokkoli und so viel Reis. Und diese Geschichte. Und ich will gar nicht sagen, dass das nicht funktioniert, aber das sind alles Diäten, die werden gemacht und wurden entwickelt, in erster Linie auch von Menschen und von Leuten, die Steroide nehmen. Natürlich kann ich mit einer Low-Fat-Ernährung, mit Reis, mit Pute, Brokkoli auch abnehmen. Keine Frage. Funktioniert auch. Zähle ich die Kalorien, wie viel darf ich essen und so weiter und so fort. Ja? Aber in erster Linie sind diese Ernährungsformen entwickelt worden, diese typischen Bodybuilder, Ernährungsformen, die jeder Hayopai auf seiner Seite hat, weil er es nicht anders weiß, ja, entwickelt worden von Leuten. Und ich meine, wir müssen uns, also Markus Rühl, super, der breiteste Schrank, den Deutschland rausgebracht hat und wirklich als Bodybuilder unheimlich erfolgreich, und ich kenne ihn selbst und ein sympathischer Typ und alles klar, ein witziger Typ, aber wir müssen uns da nicht drüber unterhalten, dass dort Anabolika und andere Dinge eine große Rolle gespielt haben. Und ich habe das schon mal gesagt, alles verändert sich. In dem Moment, wenn ihr anfangt, ja, mit einem starken Anabolika, Testosteronkonsum, mit chemischen Produkten zu arbeiten, verändert sich alles. Dann sind bestimmte Dinge einfach gar nicht mehr notwendig. Und ein ganz bekannter Coach hat zu mir mal gesagt, du weißt was,
wenn ich die Leute hier auf meine Stoffsetzliste setze, ja, eigentlich ist es dann scheißegal, wie die trainieren. Haben sie, die strengen sich an und belasten und geben alles. Dann wächst das schon. Und dazu gehören entsprechende Studien, die gemacht wurden. Ich habe die extra nicht gebracht, aber das vielleicht nochmal kurz erwähnt. Placebo-Studien, das heißt, das sind immer Leute, die kriegen irgendein Placebo, da ist kein Testosteron drin. Dann hat man Leute gemessen mit einer Gabe von Testosteron. Dann hat man eine Placebo-Gruppe, die etwas bekommen haben, wo nichts drin war. Dann hat man eine Gruppe gehabt, die trainiert haben, ohne Testosteron, mit einem Placebo. Und dann hat man eine andere Gruppe gehabt, die trainiert haben, viel Eiweiß genommen haben und Testosteron genommen haben. So. Und ganz simpel, die Menschen, die nicht trainiert haben und große Mengen an Testosteron, Anabolika genommen haben, haben Muskelaufbau gehabt. Ganz einfach, weil der Körper Eiweiß zurückhält. Ja? Die Menschen, die ein Placebo bekommen haben, nicht trainiert haben, da ist gar nichts passiert. Die, die ein Placebo bekommen haben, die trainiert haben, hat sich der Testosteron-Level etwas erhöht. Und auch die Muskelzunahme war da. Und natürlich haben am meisten die zugenommen, ja, die trainiert haben und Testosteron und chemische Anabolika genommen haben. Ohne Frage. Was ich damit sagen will ist, selbst Menschen, und diese Mittel sind ja entwickelt worden für Kranke. Ich meine, das wird immer vergessen. Ja? Bei schweren Verletzungen, bei ganz, übrigens wird an neuen Anabolika gerade gearbeitet. Ja, da arbeitet man dran, weil man den Wert erkennt. AIDS-Kranke, ja, bei starken Verbrennungen und. Also bei bestimmten Erkrankungen und Verletzungen sind die absolut hilfreich. Und dann guckt man nur, okay, wie kann man die noch entschärfen, dass die Leber nicht in den Arsch geht, die Nieren nicht in den Arsch gehen und so weiter. Da ist man bei. Ja? Aber hier geht es um eine Sache, was kann ich natürlich machen? Und wie gesagt, aufgrund aller Daten und Fakten, die man kennt, und so wie die alten Bodybuilder trainiert haben, die haben ja, ohne dass sie das großartig ketogene Ernährung genannt haben, also die haben einfach so gegessen. Die haben einfach das gemacht, haben einfach Protein fettreich sich ernährt, haben die Supplements genommen und es hat funktioniert. So. Ja, Bierhefe. Also Bierhefe, darf ich dir sagen, ist zum Beispiel das beliebteste, darf ich mal sagen, ja, das beliebteste Produkt, ich habe da neulich drüber gesprochen, von Frank Zane. Das nimmt er heute noch. Weil Bierhefe hat einen extrem gesunden Effekt. Also abgesehen davon, auch dort sind alle B-Vitamine enthalten, ja, B-Komplexe enthalten. Da ist auch dieses PABA drin. Ja? Das ist, also PABA ist hatte man früher auch Vitamin B10 genannt, aber das fälschlich, ist kein Vitamin B. Und PABA hat einen extrem guten Einfluss auf die Darmflora und damit auch auf das Immunsystem, auf die Gesunderhaltung, auf die Haut und so weiter. Also das, und das spielt bei einer gesunden Geschichte, wenn ihr gesunde Muskeln aufbauen wollt, eben alles zusammen. Wie intakt ist euer Darm? Wie intakt ist euer Immunsystem? Funktioniert das alles? Ja? Und diese Supplements geben einen obendrauf. Da kann man dann nochmal sagen, da an der Schraube, da drehe ich nochmal ein bisschen mehr. Das ist das Ding. Ja? Oder ich habe ja auch hier einen Mann, den Pavel, der sich auf Wettkämpfe vorbereitet, Natural, der ist 66 und der diese Eierdiät jetzt auch gerade macht und die Steakdiät und hat mir gerade geschrieben, seine Bekannten registrieren, dass er sich verändert. Also er hat Muskeln aufgebaut, Fett abgebaut. Natürlich nicht 10 Kilo in 6 Wochen. Das ist ja wohl logisch. Aber ein Mann, der schon lange trainiert und wo so eine Sache funktioniert, daran sieht man das, wie gut es ist. Ja, wollte ich nur mal erwähnen, Pavel. TRT, wenn jemand einen TRT verschreiben möchte, da ja Anabolika so schädlich sind, sollte man es lieber sein lassen. Also du meinst Testosteron. Also, gutes Thema, gehe ich gerne drauf ein. Ich habe euch vorhin gezeigt, wie der Verlauf von Testosteron bei jungen und älteren Männern ist. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Testosteron-Level an sich.
Also, biologisch verlieren wir so ab 40 in etwa, Ende 30 geht das schon los, 1% Testosteron pro Jahr. Kann man aber stoppen diesen Verlauf durch Training und Ernährung. So. Nichtsdestotrotz, also ich bin jetzt 70 und mein Testosteron-Level ist eben nicht mehr wie mit 20. Man kann nicht noch so viel Grünzeug fressen und machen und tun. Das ist nun mal so. Ja? Aber wenn ich in einem Alter von 50, 60, 70 mein Testosteron-Level zumindest auf einem mittleren Niveau halten kann, ist das ja auch schon gut. Und was also hier zu sagen ist zu diesem Thema, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid immer müde, abgeschlafft und so weiter und so fort, geht zu einem Endokrinologen, das heißt Gynäkologen, zu einem Facharzt, zu einem Hormonfacharzt. Ja? Lasst euch ein Blutbild machen und der möchte dann euren Testosteron-Level bestimmen. Und wenn dieser Testosteron-Level trotz all dieser Anstrengungen maßlos im Keller ist, also der normale Level liegt so bei 12 Mol, wenn der dann bei 2 oder 3 ist, ja, zum Beispiel, und nicht bei 6, 7, 8, dann könnt ihr das mit dem Arzt besprechen. Und es gibt dann Pflaster, es gibt Gels, es gibt auch Injektionen, so, die also längere Zeit vorhalten. Dann sagt euch aber der Arzt genau, wie viel Testosteron für euch sinnvoll sind und ihr müsst euch regelmäßig kontrollieren lassen. Das Problem bei, egal ob ich ein Pflaster nehme, also bei chemischen, künstlichen Testosteron, das ich zuführe, es kann immer zu einer Verdickung des Blutes kommen. Und das ist dann gefährlich. Und das muss gemessen werden. Das muss nicht sein, aber das würde ich messen lassen, weil dickes Blut begünstigt halt die Verstopfung der Adern, Thrombosen und all diese Geschichten. Das Theater kennen wir ja von Covid auch. Ich würde das bestimmen lassen und mich beim Arzt beraten lassen. Und mit einer, der stellt euch dann ein, wenn ihr das wollt. Und das ist das Thema dazu. Heißt das, wenn morgens der Testosteron-Level größer ist, dass man dann am besten morgens trainieren sollte? Nee, Oliver, das hat damit nichts zu tun. Also es ist nur so, dass man vor dem Zu-Bett-Gehen, ja, zum Beispiel durch auf nüchternen Magen, durch ein paar Tabletten Desiccated Liver oder auch durch L-Arginin, diese Geschichten, ja, kann man das so ein bisschen begünstigen. Bestimmte Aminosäuren begünstigen auch den Level an Wachstumshormonen. Ja, das ist zwar ein bisschen bestritten, aber es passiert tatsächlich. Und jede Kleinigkeit hilft ja. Und das kann man dadurch fördern. Die Trainingszeit, das ist einerseits eine individuelle Geschichte, andererseits ist es so, dass nachmittags, so ab 17 Uhr, 16, 17 Uhr, ist dein Körper, was Muskulatur anbelangt, was diese Art der Muskulatur anbelangt, intensive Belastungen anbelangt, am leistungsfähigsten. Und deshalb raten viele eben zu einem Training dann 16, 17, 18 Uhr. Ja? Dieser Leistungslevel nimmt dann in der Nacht eher ab, weil in der Nacht der Körper mit anderen Dingen zu tun hat. Dann ist er nämlich dabei, sein System zu reinigen, Hormone herzustellen und, diese ganzen Geschichten zu machen. Damit ist er beschäftigt und nicht 100 Kilo zu curlen. Ja? So, ich habe das mal eine Zeit gemacht, als ich das Powerhouse hatte in Hamburg. Das hatte ich da einigen aus dem Rotlichtmilieu gebaut und da hat ja alles trainiert. Also das war irre. Bodybuilder, das war eine Hochburg. Und dann haben die mich mal überredet, nachts zu trainieren. Die haben ja nachts trainiert. Ja? Und da gibt es ja wilde Geschichten. Ich weiß nicht, ob ihr das hören wollt, aber diese Stefan Henschel, der Typ mit der Ohrfeige, da war ein Bekannter von mir. Also ich kenne diese Leute und ich habe dann mal nachts mittrainiert. Das war eine Katastrophe. Also, das musst du schon regelmäßig machen, ja, dass dein Körper sich darauf einstellt und dann hast du einen ganz anderen Tagesrhythmus. Und das darf ich vielleicht auch nochmal sagen. Also das Schlimmste, was ihr eurem Körper antun könnt, ist übrigens Schichtdienst. Schichtdienst hat einen ganz negativen Effekt auf Testosteron.
der Biorhythmus kann sich nicht anpassen und das ist auch ein Problem. Deshalb, der Biorhythmus kann sich anpassen, wenn ich, also ich trainiere ja immer morgens. Also ne, morgens, frühen Vormittag. So, da habe ich mich dran gewöhnt, das mache ich. Und das macht keinen Unterschied. Ja, aber das, wenn man das immer macht, ist es okay. Aber ansonsten müsst ihr für euch selber rausfinden, welches ist der beste Zeitpunkt. Das muss ja auch in euren Tagesablauf reinpassen. Ja, Psalms angesprochen. Wie ist deine persönliche Meinung zu Psalms und DAA, gerade auch in Bezug auf Naturstatus? Ja, also Björn, absolut gute Frage. Psalms sind ja Peptidverbindungen, Aminosäurenverbindungen. Und ich habe schon gesagt, dass der Körper ja tausende von Aminosäurenverbindungen im Körper bildet. Und alle Hormone bestehen aus Peptidverbindungen. Und diese Psalms sind zum Teil noch nicht so gut erforscht. Und die Chinesen, da gibt es für jeden Mist, gibt es irgendwelche Psalms. Das kann ich euch sagen. Also Peptidverbindungen. Also für dunkle Haare und was weiß ich nicht alles. Das Problem bei den Psalms, die angeboten werden, die auch vertrieben werden und die auch über welche Quellen auch immer erhältlich sind, also meistens über England, Ausland oder so, auch, ja, und diese Geschichten. Und die Studien, die es dazu gibt, das ist auch wieder so eine Geschichte, ja, wurden mit viel zu geringen Mitteln gemacht. Das heißt, immer dann, Dosierung gemacht, immer dann, wenn man von keine Nebenwirkungen, ist ungefährlich, dann müsst ihr euch mal die Sachen genau angucken. Und die Dosierungen, die genommen wurden für diese Studien, die immer zitiert werden, dass Psalms ungefährlich sind, sind viel zu gering. Und das, was auf dem Markt angeboten wird an Psalms, die sind zehnfach in der Dosierung. Und dann gibt es dazu auch wiederum auch einige Berichte, auch medizinische Berichte, ja. Und da geht es dann in Richtung Unfruchtbarkeit, Belastung der Nieren, der Leber und so weiter. Also auch mit gesundheitlichen Nebenwirkungen. Also wer dann sagt, diese Psalms-Produkte, die auch absolut funktionieren. Ja, also weiß ich auch. Ja, weil es sind im Prinzip hormonähnliche Verbindungen, wenn ihr so wollt. Ja, und die funktionieren teilweise, aber wer sich einbildet, die haben keine Nebenwirkungen, vergiss es. Haben genauso Nebenwirkungen. Also alles, was in einer Form unnatürlich auf den Körper einwirkt, wo ich, ihr fügt ja etwas zu, ja, mit dem macht der Körper ja nichts. Also wenn ich Desiccated Liver nehme und da ist ein Vitamin B-Komplex drin und da sind Aminosäuren drin und da sind bestimmte Stoffe drin, die euren Stoffwechsel ankurbeln, die eure Proteinsynthese ankurbeln, ja, das ist eben auch der Punkt, warum Kreatin nicht auf der Dopingliste steht. Ein natürlicher Stoff, das macht der Körper selber. Der speichert das selber ein, der verarbeitet das, ja. Und das ist der Unterschied. Wenn ich aber etwas nehme, was ja schon körpereigenen Hormonen sehr ähnlich ist, in dieser Form, in einer chemischen Form, ja, das spielt auch noch wieder eine Rolle. Und in der großen Menge auch dann. Ja, in der sie genommen werden, diese Psalm-Produkte, dann habe ich negative Effekte. Und bei DHEA ist es ähnlich. Also da wird drüber gestritten, da will ich mich raushalten. Also DHEA geht ja auch runter, ist ja ein Hormon, das also ein Stammhormon, ein Grundhormon sozusagen, ja, DHEA. Ja, das ist ja das sozusagen die Mutter aller Hormone, wenn ihr so wollt, ja. Und das ist klar, im Alter lässt auch das nach. Und ich möchte da keine Aussage treffen, welche Mengen da gesundheitlich unbedenklich sind. Da gibt es also andere Fachleute und der eine sagt dies, der andere sagt das. Das Problem ist die Zufuhr von Hormonen. Ja, auch Melatonin zum Einschlafen ist auch ein Hormon. Wenn ich dann nicht mehr einschlafen kann ohne Melatonin, ist ja auch scheiße, oder? Ich meine, das muss man immer abwägen. Und jeder sucht immer so den Gral des Ganzen. Und ich kann euch nochmal und immer wieder sagen, haltet euch an eine gesunde Ernährung. Ich proklamiere ja, wie gesagt, die Ernährung Rohkost, durchaus Fleisch, Eier, diese Dinge, ja, Nüsse und so weiter und so fort.
Ja, viel grünes Gemüse, ja, nicht so viel Zucker, also aus Frucht, das alles ein bisschen begrenzen und so weiter. Und Stärke weglassen, Gluten weglassen, diese Geschichten, die nachweislich zu Entzündungen im Körper führen und zu Reaktionen im Körper führen. Aber da gibt es auch andere Ernährungspyramiden, die sehr auf Vollkorn gehen und diese Geschichten. Ja, ja, also wie gesagt, die Moderne und die Wissenschaftler heute, die sich mit dem Immunsystem beschäftigen, die sich mit der Verbindung der Mikrobiome im Darm beschäftigen, wie die wirken und so weiter, da geht es mehr in der Richtung, eben keine stärkehaltigen Lebensmittel zu nehmen, also Getreide und diese Geschichten. Und ich mache das und ich finde das auch verständlich, ja, wenn man sich das wirklich dann mal anschaut im Einzelnen. Gut, also das zu DIA und SAMS, also Nebenwirkungen. Guckt euch das genau an, mal wirklich, nochmal. Guckt genau hin. Ja, also, womit sind die Studien? Das wird ja nicht gesagt. Ja, wir haben Studien und das ist ungefährlich. Und klar, wenn ich das Zeug verkaufen will und es ist mein Anliegen, in erster Linie viel davon zu verkaufen, dann sage ich das natürlich. Voll logisch. Das ist wie jeder Dealer, der sagt: Boah, kannst du nehmen hier, also hier 500, 1200 Milligramm Testosteron, das ist auch nix. Ach, passiert nix. Mache ich auch schon jahrelang. Klar, die wollen das verkaufen. Da weiß ich noch nicht mal, ob Testosteron drin ist, ja, in dem Kram. Oder Wachstumshormone, wo irgendwelcher Schrott drin ist, der mit Wachstumshormonen nichts zu tun hat. Das kommt ja auch noch dazu in dieser ganzen Szene. Naja, von dem Mineralbor. Ja, das ist, wenn ich da noch mit anfange, das ist ein extra Thema. Da gibt es eben auch sehr viel Widersprüchliches und es wird gesagt, es ist positiv, andere sagen nein. Also, ja. Also, ich kann nur sagen, wenn ich jetzt nochmal ein Statement abgeben darf zu dieser ganzen Geschichte, ihr habt ja einiges geschrieben, ich gucke nochmal genau hin. Natürlich, es kommen immer wieder neue Sachen und nochmal, ja, bei der Cobabol, absolut, ihr braucht nicht mehr wie eine am Tag, braucht ihr absolut nicht, also das ist so hoch dosiert, das reicht also für 3 Monate, in der Tat, oder ihr macht 6 Wochen und macht dann 1-2 Wochen Pause und dann wieder, ja, also, denn das sind massive Dosierungen und ich würde das Cobabol immer empfehlen, zusammen mit anderen Maßnahmen, also wirklich dann aufs Protein achten, ja, dass ich da wirklich die Mengen und all diese Kleinigkeiten, die bringst dann nachher, ja, alle 3 Stunden für Protein sorgen, ja, ein bisschen Kreatin dazu, Glutamin, ich würde das, deshalb sage ich das, ja, und dann werdet ihr euch wundern, wie diese Sachen funktionieren, ja. Manchmal sind es Kleinigkeiten. Ja. Deine Empfehlung für 8x8 Training in Bezug auf die Frequenz. Jede Muskelgruppe einmal die Woche ausreichend oder eine eher höhere Frequenz fahren? Ja, Björn, auch dazu darf ich sagen, probier es aus. Hört sich jetzt natürlich scheiße an. Aber es gibt Programme, die liegen einem ja auch nicht. Und wenn ich jetzt 8x8 trainiere und zum Beispiel diese Basic-Programme, die funktionieren natürlich. Also wenn ich pro Muskel eine Übung raussuche, ja, und dann 3-mal in der Woche trainiere, ist das für Testosteron ein super Programm und auch für den Muskelaufbau. Für die Muskelform, also es kommt ja auch mal darauf an, was ich erreichen will, ja, und dass ich jeden Muskel, auch wenn ich schon eine Zeit trainiere, dann gibt es ja Muskeln, die sprechen nicht so an auf das Training. Und da bietet sich natürlich dann also eher ein Training an von Muskel einmal in der Woche trainieren, das ich auch einigen im Coaching gebe, die auf die Bühne gehen, weil ich dann eben eine Partie wie zum Beispiel die hintere Schultermuskulatur vielleicht sogar mit 2 Übungen mal trainiere, ja, was schon nahe am Übertraining ist. Aber ich kann natürlich viel spezifischer auf die Muskelgruppen eingehen dann, und die ich auch forcieren will. Ja? Oder ich trainiere zum Beispiel jetzt jeden Muskel einmal in der Woche, also an 3 Tagen, und mache 2 Tage nur Arme. Ja? Spezialisiere mich auf die Arme. Ja? Also da gibt es unterschiedliche Formen. Also ich kann wirklich nicht sagen, das muss man einfach probieren. Ja, oder
was ich mache, also wenn ich jetzt Personen coache, die Leute, die jetzt zuschauen, wissen das. Ich gucke mir das ja genau an. Wie sind die Ziele? Was haben die gemacht? Wie lange trainieren die schon? Da gibt es ja Fragebögen, die ich dann verschicke. Und dann nach diesen Fragebögen und dann nochmal nach einem langen Telefonat und dann nochmal nach dem Abgleichen, dann mache ich ein Programm. Und dann muss man sehen, funktioniert das Programm? Und Gott sei Dank funktioniert es meist. Also bin ich immer froh drüber. Aber da muss man auch nochmal sehen, war das jetzt das Richtige für denjenigen? Ja, ich habe hier auch den Oliver, ja, der hat ja vorher, der hier auch gefragt hat einiges und ich freue mich sehr über seine Fortschritte, ja, der vorher ja also andere Seminare besucht hat und danach trainiert hat und durch diese Art der Ernährung und durch diese Art des Trainings auch richtig Spaß gefunden hat am Training. Das ist ja auch eine Sache, ihr müsst ja euren Spaß auch haben am Training. Und wenn ich da so ein Boring-Programm habe, wo ich sage, oh Scheiße, heute wieder, oh nee, ich mach gar nicht dran denken, ja, also all das spielt eine Rolle. Ja, wenn ich sage, jo, ich trainiere jetzt jeden Muskel einmal in der Woche, ist das auch okay. Ja, ich mache das manchmal auch, ja, weil ich einfach den richtig ausballern will und weil es mir Spaß macht. Dann sage ich, morgen ist ja eine nächste Muskelgruppe dran. Aber das muss man entscheiden. Ich habe auch andere Programme selber trainiert oder mit Leuten trainiert, die super funktionieren. Also diese sogenannten Hardgainer, ja, die also wirklich schwer zulegen, für die ist häufig so ein Training zweimal oder dreimal in der Woche Ganzkörpertraining perfekt. Die haben ausreichend Erholung, ja, die müssen dann ordentlich futtern, ja, die richtigen Sachen futtern, funktioniert. So, beim 8x8-Training kommt es vor allen Dingen auf die Ausführung drauf, auf der Übung. Konzentrierte Übung, das Gewicht nicht zu hoch nehmen, sich auf den Muskel konzentrieren, was hart ist und schwer genug ist. Und dann die Frequenz, das heißt die Pausen zwischen den Sätzen niedrig halten. Das ist das Ding. Ich neige immer wieder auch dazu, zu viel Gewicht zu nehmen. Und jedes Mal ärgere ich mich und denke, bist du so bekloppt? Ja, bleib doch bei dem Gewicht. Das hat doch gut funktioniert mit dem Gewicht. Du fühlst den Muskel am besten. Ja, nee, also man muss da mit seinem Ego auch ein bisschen umgehen. Ne? Hallo, ich habe mich noch nie High-Fat ernährt. Frage mich aber, ob man dabei satt wird. Ich wäre zum Beispiel mit 6 Avocados schon auf meinem Kalorienlevel. Also. Ja, Patrick. Also es ist einfach so. Fett und Protein machen satt. Kohlenhydrate machen Hunger. Das hat einfach mit deinem Zuckerspiegel was zu tun, mit der Menge an Insulin, die deine Bauchspeicheldrüse daraus ballert. Und sollst auch nicht 6 Avocados essen. Also und vergiss die Kalorien bei einer High-Fett- und Protein-Ernährung zählt man keine Kalorien. Muss man nicht. Ja, ich habe jetzt hier erzählt von dem Agnat und von der Diät, sich überwiegend Steak- und Egg-Diät, die also von Vince Gironda auch bevorzugt wurde, auch für Wettkampf-Bodybuilder. Ja. Und ich habe immer wieder das Gleiche. Ich erlebe immer wieder das Gleiche. Ich schreibe den Leuten ein Programm und sage, pass mal auf, ihr habt hier ein kleines Steak mit Salat, dann und dann. Dann hier den Agnat. Macht ihr fertig. Bis zu 36 Eier. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ja, dann noch ein bisschen grünes Zeug dazu und dann nochmal eine Mahlzeit da und so weiter. So, dann stehen da die 36 Eier. Kaum einer schafft das, diese 36 Eier zu. Als Ecknat und dennoch zu essen. Ja, und die nehmen alle Fett ab und bauen Muskeln auf. Ich meine, das ist ein Rezept, das haben die in 30, 40 Jahren entwickelt und das hat funktioniert. Und die haben da also Leute mit rausgebracht, die gigantisch aussahen. Und es funktioniert noch heute. Und ich erlebe das jeden Tag, dass es funktioniert. Deshalb also, hier ist nicht die Frage Kalorien. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Diese Form Reis essen, Brokkoli essen, ja, fettarm sich ernähren, ja, Hähnchenbrust, Haferflocken, Eiklar. Das ist eine typische Anabolika-Diät. Die brauchen keine Fette. Der Körper stellt eh kein Testosteron her. Brauchen die nicht. Die nehmen dann nochmal Omega-3, damit sie ihre Arterien schützen. Ja, ja, das dann nochmal. Vielleicht. Ne? Aber eine High-Fat-Ernährung, das ist auch wissenschaftlich belegt, erzeugt den höchsten Testosteron-Level, ja, und macht am meisten, macht satt. Natürlich muss man erstmal dahin kommen. Also es dauert immer erstmal 2-3 Tage, bevor man sich daran gewöhnt hat. Die ersten Tage sind immer grausam, weil dann der Zucker rausgeht. Man ist gewohnt, also Energie, der Körper ist gewohnt, die Energie über den Zucker im Muskel, ja,
zu bekommen. Und mit Mal ist er nicht mehr da. Und dann muss er sich umstellen, dann geht das in eine sogenannte ketogene Phase. Das heißt, da werden die Ketonkörperchen erzeugt. Ja? Das aktiviert eben auch die Fette unter anderem. Und diese Ketonkörperchen werden dann wie Kohlenhydrate verbraucht als Energie. Und übrigens, Ketonkörperchen sind die beste Nahrung nachweislich fürs Gehirn. Also das Gehirn profitiert, wenn ich auf einer guten Ketose bin, von diesen Ketonkörperchen am meisten. Nicht zu verwechseln mit der ersten Phase, wenn ich erstmal müde werde und wenn es mir scheiße geht. Das ist so. Man fühlt sich krank. Also wenn die Kohlenhydrate das erste Mal entziehst, dann fühlst du dich, als wenn du eine Grippe kriegst, als wenn du krank bist. Habe ich immer wieder bei den Leuten. Oh, ich fühle mich ganz schuld, was mache ich denn? Ich sage ja noch 2 Tage und dann war es das. Und dann geht's los. Und dann funktioniert das. Ne? Und wir machen ja auch dann bei dieser Art der Ernährung, über die ich jetzt nicht im Detail noch eingehen werde, bei der typischen Steak und Egg-Diät, machst du alle 3 Tage eine Kohlenhydratmahlzeit, kein Loading-Tag. Eine Kohlenhydrat, eine reine Spaghetti-Tomatensoße zum Beispiel. Ja? Die nimmt man dann. Und das dient dazu, dass ich den Körper wieder in einen Stoffwechselmodus bringe, ja, der Stoffwechsel wieder angekurbelt wird und auch kurzfristig die Muskeln einmal reagieren, dann entziehe ich denen das wieder. Also das ist so eine Wechselwirkung, die da eintritt. Ähnlich wie beim Fasten. Vielleicht kennt ihr das beim Fasten. Also wer schon mal gefastet hat, da kannst du nachher zugucken, wie du zunimmst, wenn du wieder anfängst zu essen. Das ist der Rebound-Effekt, der ist da. Ne? So, ich gucke noch mal schnell, wer hier noch was geschrieben hat. Es gibt ja auch ein Sprichwort, Jörg hat das geschrieben, der Tod sitzt im Darm. Ja, nicht nur das, der Darm ist das zweite Gehirn. Ja, und wer das nicht weiß, guckt euch Mikrobiome an, mein Live-Chat. Es ist der Wahnsinn, was im Darm passiert. Im Prinzip steuert der Darm mehr wie das Gehirn. Das Gehirn, unser Kopfgehirn, ja, ist mir der ausführende Part. Dass der Darm steuert alles, das Immunsystem, der steuert alles, der Wahnsinn, ja. Und jeder weiß das, wenn der Darm nicht funktioniert, wie schlecht man sich fühlt und wie schnell man null Energie hat, null, ja. So eine Darmkolik, zack, da bist du durch beim Thema. Ne? Ja, guten Abend, da haben noch einige zugeschaltet, sehr spät. Danke für die Antwort. Gerne geschehen. So, also ich will es heute mal nicht noch länger machen. Wir haben schon wieder 1 Stunde 40 Minuten. Ach du Scheiße, ich habe euch wieder voll gelabert. Das hält ja keine Sau aus. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, diesen Set gibt es demnächst im Sonderangebot. Ich darf euch sagen, ich habe also auch nochmal das beste Kreatin, wirklich Kreatin. Kann man wenig verkehrt machen, also die Zeiten, wo man da irgendwelches verpanschtes Kreatin kauft, die waren früher mal, da kann man wirklich Kreatinmonohydrat nehmen, gerade für diese Wasserspeicherung im Muskel ist das ganz gut. Es gibt ja auch noch das Kreatin HCL, da werde ich ein andermal nochmal drüber reden, was also noch eine andere Funktion hat. Glutamin ist schützt auch übrigens das Immunsystem, ist sehr gut für extra Energie, ist auch belegt und so weiter. Also das könnt ihr euch dann nochmal anschauen. Gibt es hierfür auch eine Hilfe bezüglich Darm? Ja, die gibt's. Natürlich gibt's die. Also eine Hilfe für den Darm. Ich habe, ich weiß nicht warum, ich habe ganz akut, ich darf das nochmal erzählen, so einen kleinen Schwank, ehe ich hier Schluss mache, wen das interessiert. Ich habe wirklich jetzt ein paar Tage lang fühle ich mich morgens immer so flau. Ich weiß nicht, woran es lag. Vielleicht hat mir irgendwas aufgesagt. Eigentlich ist mein Immunsystem gut. Ich kriege eigentlich nie eine Grippe. Ich bin auch nicht geimpft. Und so, egal. Kann ja auch trotzdem passieren. Weiß ich alles. Brauchen wir nicht von Anfang. Aber ich fühle mich irgendwie nicht. Und ich dachte, shit, was ist denn los? Und so. Und dann habe ich einfach wieder angefangen, mein Kurkuma zu nehmen. Ein Teelöffel Kurkuma. Den ersten Tag habe ich das morgens und abends genommen. Mit einer Prise Pfeffer, aber ich habe das fertige Produkt auch schon, da ist das schon gemischt, ja, und habe das genommen, Wasser, nüchternen morgens, zack, Kurkuma, 1 Teelöffel. Und abends vorm Schlafen gehen, 1 Teelöffel Kurkuma. Mit einer Prise Pfeffer oder ihr kauft das bei mir fertig. So. 2 Tage. Seitdem
alles gut. Und wer das schon mal erlebt hat, das ist völlig irre. Also Kurkuma ist sowas von entzündungshemmend und reguliert den Darm dermaßen positiv. Macht das wirklich mal durchgehend. Nimmt wirklich mal, wer also Probleme mit dem Darm hat. Also abgesehen davon, eine andere Geschichte sind natürlich die Ballaststoffe, die ganz wichtig sind. Also da gibt es Flohsamenpulver. Habe ich auch im Sortiment, deshalb habe ich das im Sortiment. Wer so zu Darmkoliken neigt oder zu diesen Darmzotten oder diesen Ablagerungen im Darm, das wird ja bei einer Darmspiegelung immer festgestellt, ja, unschlagbar auch Flohsamenpulver. Müsste auch am besten, könnt ihr abends mit Kurkuma nehmen auch, zusammen. Zack, ein Löffel davon, ein Löffel davon. Dann viel bei Flohsamen muss man immer zwei, drei Glas extra nochmal trinken. Also, das gibt es Unterschiede beim Kurkuma. Ja, achtet drauf, dass ihr Bio-Kurkuma habt. Ja? Also und nicht irgendein verpestetes Kurkuma. Also Bio-Kurkuma bedeutet, dann habt ihr zumindest eine Pflanze, die also sauber ist und rein ist. Natürlich gibt es Unterschiede im Kurkuma. Kurkuma ist eine Pflanze, wie jede Pflanze auch, die zu unterschiedlichen Jahreszeiten unterschiedliche Potenz hat. Aber ich kann euch jetzt nicht sagen, das ist besser oder das ist schlechter oder das ist wieder so eine wissenschaftliche Geschichte. Ich kaufe Kurkuma ein, ja, eine Bioform und habe da gute Erfolge mit. Also für meinen Darm, also wirklich bei meine Freundin, die hat das nicht glauben wollen. Ja, sie hat irgendwie irgendwas Fleisch nicht. Ich weiß nicht, ob das noch nicht mehr gut war, keine Ahnung. Die hat einen empfindlichen Darm. Ja? Die hat so mit Morbus Crohn auch zu tun und so. Und dann ging es der richtig dreckig. Und dann habe ich gesagt, nimm einfach mal einen Teelöffel, Mann. Ich bin hier der Iron Guru, verdammt nochmal. Nimm mal einen Teelöffel Kurkuma. Ja, und die mag so gar keine Pillen und so ein Kram, gar nicht. Ja, ablehnend gegen all diese Geschichten, die ich mir da reinpfeife. So, und dann hat die einen Teelöffel Kurkuma mit Wasser. Eine Stunde. Da war es vorbei. Da war es weg. Die Magenkrämpfe waren weg, alles weg. Also Kurkuma ist echt was Darm anbelangt, ein Zaubermittel, kann ich euch nur sagen. Also vielleicht für die nochmal. Produkte gibt es alle hier, seht ihr ja auch bei ironguru.info. Ich darf ja mich auch ein bisschen Reklame machen. Ne? Also ich bestreite nicht unbedingt meine Existenz und ich will auch nicht Millionär werden mit meinem Kram. Ich habe einfach Sachen im Sortiment, die ich geil finde, weil die gut sind. Ja, und ich achte auch sehr drauf. Ich nehme auch die Sachen raus, die scheiße sind. Ich habe jetzt kein Protein mehr mit irgendeinem Süßstoff. Habt ihr vielleicht gemerkt? Natürlich könnte ich auch sagen, oh hier, geiler Geschmack und Süßstoff und kauft mein Protein. Nee, mache ich nicht. Natürlich verkaufe ich weniger Protein als mit neutralen Protein. Das ist ganz klar. Ja, ist mir egal. Weil ich will das einfach nicht unterstützen. Diese ganze Süßstoff-Scheiße will ich nicht. Ich habe da auch einen Live-Chat drüber gemacht. Wer das nicht glaubt, kann sich das mal ansehen. Da gibt es wirklich Studien drüber und da können alle auch wettern, das stimmt gar nicht. Und da gibt es andere. Und ich nehme den Kram nicht mehr. Ich nimm keinen Süßstoff mehr. Diese ganzen chemischen Süßungsmittel und die ganzen Kram und diese ganzen Alkoholzucker, ich nehme es nicht mehr. Und ich habe, da ich nur Mensch bin, irgendwann war ich neulich bei Budnikowski irgendwo und habe mittags immer so eine kleine Mahlzeit. Esse ich so eine kleine mit ein paar Nüsse und so, Macadamia-Mais. Und ich hatte ein bisschen Hunger. Ich denke, auch für den Kleinen, nimmst mal so einen Riegel. Ist egal. Mit dem Süßstoff, du weißt es ja, so habe ich da in einem Regal da so einen Süßstoffriegel genommen. Also das Ende vom Lied, ja, ich habe also wirklich Luft gekriegt im Darm, ne? Wie man das so schön sagt, um die Wette gefurzt. Also ehrlich, also das Zeug, ich kann das gar nicht mehr ab, aber ich merke das richtig, wenn ich viel Zucker esse, wenn ich viel oder irgendwas mit Süßstoff, wie in dem Fall, sofort, ich merke das. Ich bin da auch vielleicht durch das Alter empfindlicher geworden und deshalb lasse ich einfach die Finger davon und ich nehme meinen Eiweißshake gerne mit frischen Früchten, mit Erdbeeren, mit Blaubeeren und ich möglichst also kernlose oder kernarme, dass man da nicht so viel poolen muss, schwöre ich drauf, ich liebe das, also diesen Shake da mit Wassermelone, genial, also genial, das ist, schmeckt
gigantisch. Ihr findet alles auf ironguru.info, alle Produkte. Ja, könnt ihr gerne bei mir auch ordern, wenn ihr was braucht, wenn ihr was haben möchtet. So, wenn ihr jetzt keine weiteren Fragen habt, ich habe also keine weiteren Geschichten. Ich komme auch nächstes Mal wieder mit einer Geschichte und vor allen Dingen mit vielen Anekdoten. Ich werde da mal ein bisschen mehr erzählen über Dennis Wolf, ja, super Mann, super Freund von mir, was ich so mit dem erlebt habe. Ronnie Coleman, so die ein oder andere Stories. Ich kann leider nicht alles erzählen, ja. Wirklich, manche Sachen sind auch nicht jugendfrei, muss ich ehrlich sagen. Also, das ist auch lustig manchmal, aber naja, aber es gibt ein paar spannende Geschichten und ich werde euch nächstes Mal auch wieder etwas Neues dann präsentieren, was Ernährung anbelangt und Training. Ich glaube, das nächste, was ich machen werde, dieses 8x8 Training ist immer noch so eine Geschichte. Ich merke, das kommt ja immer wieder und werde mal mehr auf Trainingssysteme wieder eingehen. Okay. Mr. Poppins, ironguru.info, www.ironguru.info, findest du alles. Okay, ansonsten wünsche ich euch wirklich einen ganz tollen Abend noch und ich freue mich total, es haben wir viele zugeschaltet immer und ja, bleibt mir gewogen, es geht demnächst weiter, ich verbleibe, ich muss euch jetzt nochmal, ich muss ja diese Pose noch immer machen, ne? Der irgendwie, jetzt muss ich mal sehen, welcher Arm ist denn das? Der, ne? Der. Ja, naja. So. Oh. Bizeppose. Alles klar. Viel Spaß wünsche ich euch beim Training. Bleibt dabei. Ne? Also ich werde morgen wieder Schultern trainieren. Mein Dreier-Schulter-Set. Ne? Und den dann noch mit der Drückübung hinterher. Es sind 4 Übungen hintereinander. Ist geil. Es ist also funktioniert. Also so gut wie keine Pausen und so. Bleibt mir gewogen, euer Wolfgang. Bis demnächst. Tschüss.